Hallo und herzlich willkommen zur Raw Review von Wrestling-Infos.de. Raw Nummer 1111, Schnapszahl. Eigentlich hätten wir ja uns betrinken sollen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Aber naja, dazu später mehr. Ich begrüße an meiner Seite den Andreas, den Seilenpflücker. Mahlzeit. Wieder mal eine andere Besetzung als letzte Woche. Wir wechseln weiter fleißig durch, weil diese Raw-Shows ja kann man ja schwer nur zwei Wochen hintereinander tragen. Wobei zugegebenermaßen war es, um nicht zu viel vorwegzunehmen, wesentlich besser als in den beiden Vorwochen. Wobei das kein Maßstab ist. Das hast du schön gesagt, ja. Um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Zack sagt zwar immer, schlimmer geht's immer, aber wenn man es positiv sagen will, es war doch eine gewisse deutliche Steigerung zu sehen. Das auf jeden Fall, ja. Also, ja, okay, alles der Reihe nach. Also, Raw begann, wie wenige Stunden vor der Show bereits angekündigt, mit dem Steel Cage Match zwischen Bray Wyatt und Chris Jericho. Ja, es war halt ein Steel Cage Match, mit normalen Steel Cage Match Regeln, also auch Gewinn via Escape. Chris Jericho, um jetzt gleich mal das Highlight vorwegzunehmen, kletterte dann während des Matches auf den Käfig und schaute nach unten und sah dort Luke Harper und Eric Rowan. Dachte sich, nee, da springe ich jetzt nicht hin, und sprang in den Ring auf Bray Wyatt mit seinen 43 Lensen, fast 44 Lensen. Noch in Topform, am Ende fiel Bray Wyatt praktisch aus der Tür. Kann man glaube so sagen. Gewann das Match, nachdem sich Chris Jericho auch eben bei besagten Dive wohl storyline-technisch am Knie verletzte und dementsprechend so gehandicapt war, dass er das Match nicht mehr gewinnen konnte. Und damit gewinnt Bray Wyatt mehr oder weniger diese Fehde mit 2-1. Genau. So sieht's aus. Wrestlerisch fand ich's gut. Mit knapp 17 Minuten, die das Match gekriegt hat, fand ich, wie gesagt, eine reife Leistung von beiden. Ganz, ganz großes Lob, wie du schon sagtest, an Chris Jericho. Wie er da hochgekrabbelt ist, dann noch kurz mit den Achseln zuckte und dann, es sah zuerst nach einem Big Splash aus, den er da gegen Wyatt angesetzt hat. Also Daumen hoch. Wenn er das Ding wirklich ohne Verletzung überstanden hat, und so scheint es ja zu sein, ist es wohl nur eine Storyline-Verletzung. Ganz, ganz großer Sport. Hat mir unglaublich imponiert, diese Geschichte. Und hat für mich auch diese, ja, nicht so ganz hypende Fehde auch zum ordentlichen Ende gebracht. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Finish in der Form so geplant war, dass Wyatt aus dem Käfig plumps. Ich glaube fast ja, sah etwas unbeholfen aus, aber im Endeffekt war es, glaube ich, tatsächlich so auch gebuckt gewesen. Jericho, tja, wie geht's jetzt mit ihm weiter? Tritt er bei Night of Champions nochmal an? Ist das jetzt schon sein letzter Auftritt gewesen? Die letzten News, die wir gesehen haben, lassen ja fast schon erahnen, dass wir ihn vielleicht bei Night of Champions gar nicht mehr sehen, oder? Oder geht's doch gegen Orton? Gibt's da schon irgendwie Infos? Ja, nee, ja. Also sagen wir mal so, mit dem Segment, was dann nachher noch kommt, würde ja grundsätzlich ein Match gegen Orton Sinn machen, aber ich verstehe halt nicht, warum man, wenn man jetzt dieses Match streicht vom Pay-Per-View, und eigentlich war es ja für ein Pay-Per-View geplant, warum sollte man jetzt ein anderes Match dort draufsetzen, was ja eigentlich quasi ohne Aufbau ist? Vielleicht, weil die WWE sich denkt, egal welches Match jetzt kommt, Orton gegen Jericho zieht in jedem Fall besser als vielleicht das dritte Match Wyatt gegen Jericho, weil die Fehde so richtig gezündet hat sie, glaube ich, bei den meisten Fans nicht. Und vielleicht sagte man, ehe man jetzt das Ganze nochmal aufwärmt mit dem Teebeutel-Effekt zum dritten Mal, einen Tee aufwärmen, der beim ersten Mal irgendwie schon so einen kleinfaden Beigeschmack hatte, Flucht nach vorne und dann Orton gegen Jericho, das hat ja immer geklappt. Also anders könnte ich es mir auch nicht erklären, weil es storyline-technisch wenig Sinn macht. Ne? Da hast du völlig recht, der Aufbau fehlt. Na, ich könnte mir gut vorstellen, dass man es jetzt macht, um Orton nochmal zu stärken, irgendwie bei Night of Champions und ihm da den Sieg gegen Jericho zu geben. Aber ja, bis jetzt steht nichts auf der Karte. Aufgebaut ist es nicht.
Und ich verstehe dann auch nicht, warum dann jetzt hier dieses Verletzungsengel. Also es sieht schon danach aus, als wenn man Jericho jetzt irgendwie gestern schon aus dem Schoß geschrieben hat, Ja. aber ich weiß es halt auch nicht. Also es wird für mich vor dem Hintergrund Sinn machen, den du gerade angesprochen hast, dass man Orton nochmal stärkt. Jericho geht ja sowieso spätestens bei Night of Champions wieder aus der WWE raus. Und wer weiß, wenn man irgendwie nach Gegnern für Lesnar sucht und wenn man wirklich die Sache mit Big Show ernst meint, also ich traue dem Braten ja immer noch nicht, das wäre ja fast eine Farce, wenn man das buchen wollte. Aber Orton hat ja immer noch sein Rückmatch offen und er heult ja auch regelmäßig rum, dass er es noch nicht bekommen hat. Wenn man Orton gegen Lesnar in irgendeinem Pay-per-view, wir haben ja noch ein paar bis zum Jahreswechsel, stellen möchte, sollte man ihn tunlichst stärken. Und da wird es schon naheliegen, Jericho nochmal gegen Orton verlieren zu lassen, damit Orton wie auch immer reif für ein Rückmatch wird. Aber wie gesagt, wir spekulieren schon wieder in die Zukunft, lassen wir uns überraschen. Genau, schaden kann es auf jeden Fall nicht, sagen wir mal so. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ach so, zum Match. Dieser Dive hatte dann zumindest auch den Vorteil von Jericho in dem Ring und seine Verletzung am Knie, dass dann, als Jericho dann versucht, aus dem Ring zu robben und das nicht schaffte, hat es zumindest den Vorteil, dass es ausnahmsweise mal realistisch aussah. Bei Steel Cage Matches ist es sonst meistens der Fall, dass aus unerklärlichen Gründen rennen die Leute immer im Steel Cage hinterher, wenn sie dann aber aus der Tür gehen sollen, schlafen sie fast ein und schaffen das irgendwie nicht. Hier sah das wenigstens durch diese Verletzung einigermaßen glaubwürdig aus. Pluspunkt dafür. Und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, Raw nach dem SummerSlam war ganz gut, aber ich Ja. wüsste jetzt nicht, welche Matches dort waren. Ansonsten, ich guck mal eben. Was hat man denn da? Dass das Rusev Engel gegen Swagger, okay, das war okay. Cesaro gegen Van Damme noch kurz. Heyman und Lesnar, das war kein Match, aber ein super Segment. Nee, Goldust gegen die Usos, das war glaube ich auch nicht so überraschend. Sammy gegen Schickler war kurz. Reigns gegen, das war kurz, das war kurz, das war kurz, das waren alles Squash-Matches. Ach, und dann war dieses Bray Wyatt gegen John Cena. Ah Nee, ja. das war ja schon die Woche nachher. Nee, das war Stimmt. später, ja. Das war Stimmt. später. Mach ich sogar noch was falsch auf. Okay, naja, ich glaube, man kann fast sagen, dass das der Opener hier, dass der nicht nur richtig gut, sondern vermutlich sogar das beste Match seit dem SummerSlam war. Das beste WWE-Match seit dem SummerSlam. Bin ich bei, ja. Tja, Wird was hat man man noch so so? sehen. Big Show und Henry gegen Wyatt Family? Naja, ich glaube eher nicht. Mann, was man so alles vergisst, das ist unglaublich, oder? Ja. Aber ich denke auch, das Match wird alleine schon wegen des Jericho-Dives in Erinnerung bleiben. Und es war gut geworkt, es war gut gesellt. Ich sehe es genau wie du. Es war wohl das Stärkste, was wir seit dem Ja, okay. SummerSlam gesehen haben. Nee, nicht ganz. Ich muss mich korrigieren. Ich muss Na? was gleich. Wir hatten bei Ja, Raw nach dem SummerSlam Seth ja, Rollins gegen Dean Ambrose. das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm Ja. gehabt. Das war ja fast schon zu stark. Ja, Ja, hast das recht. war Das ist ja deutlich unerreicht. mehr. Das war Aber das Match. Ja. abgesehen von diesem Match war es auf jeden Fall das stärkste Match. Seit Tja, dem SummerSlam. was geht mit Wyatt denn jetzt? Fehde gegen Ziggler, Schwierig. ist er jetzt gestärkt wieder rausgegangen oder dauert es noch ein bisschen, bis man Naja. seine Beerdigung rückgängig machen Ne. kann? Na, ich sag mal so, eine Fehde gegen Ziggler wäre schon wieder 5 Schritte zurück, wenn wir jetzt ganz Ja, ehrlich in der sind. Tat. Aber es soll ja am Horizont lauern, das zumindest als Option. Ja, man munkelt, ja, man munkelt. Ob es Ja. soweit kommt, ich hoffe es ja für Wyatt nicht. Andererseits muss man auch sagen, welche Option hat Wyatt? Wenn nicht Ziggler, dann Sheamus. Das sind ja eigentlich die einzigen beiden Babyfaces, die irgendwie noch übrig bleiben im Moment. Viel mehr ist da nicht, das Und stimmt. Dean Ambrose ist nicht da, Roman Reigns wohl eher nicht, wobei Reigns auch noch passen würde, aber das ist auch ein bisschen, buckst du dich wieder in der Ecke. Ja, Dolph Ziggler. Ich meine, wir könnten jetzt wieder drüber anfangen, über die Titel und dass sie was wert sind und Midcard-Fehde, aber ja, wir kommen hier gleich nochmal drauf. Wir kommen hier gleich nochmal auf die epische IC-Fehde. Weiter ging es erstmal Backstage mit Kane und Seth Rollins, die sich mehr oder weniger die Fäuste, die Hände gerieben haben über so einen gelungenen Anfang der Premier Season, nee, Season Premier, so rum war es ja, der Saisonpremiere von Monday Night Raw. Warum das genau eine Saisonpremiere war, muss mir auch mal jemand erklären. Am 8. September ist wohl so, dass in den USA, dass dort im Herbst immer so ein bisschen die Saison eingeläutet wird, aber es gibt auch irgendwie eine Sommersaison, das ist wahrscheinlich jetzt die Herbstsaison. Das ist so ein inoffizielles Ding. Wahrscheinlich fällt das zufälligerweise genau auf den Zeitpunkt, wo auch die NFL startet. Macht alles überhaupt gar keinen Sinn.
Und vor allen Dingen würde das auch bedeuten, dass letzte Woche das Staffelfinale war. Denken Sie darüber mal nach. Nur ein kleiner Denkanstoß. Ja, auf jeden Fall, Kane und Seth Rollins waren begeistert vom Beginn der Show und Triple H kam hinzu und hat erstmal beglückwünscht zu so einem gelungenen Anfang und da dachte ich mir, habe ich jetzt was verpasst? Sind Seth Rollins und Kane jetzt für die Zusammenstellung der Shows verantwortlich? Haben die dieses Steel Cage Match gebucht? Das klang fast so, ne? Das macht schon wieder alles überhaupt gar keinen Sinn. Okay, es war jetzt nicht von Bedeutung, aber das ist, Backstage-Segmente sollten für mich irgendwie einen Sinn ergeben. Ich meine, die zweite Hälfte mit Randy Orton und der Ankündigung, dass Randy Orton heute Roman Reigns etwas antun möchte, was Seth Rollins Attacke vor einigen Wochen gegen Dean Ambrose mit den Ziegelsteinen, waren es ja keine, mit den, sag schon. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Wie heißt das Wort? Betonsteinchen. Ja, genau. Softbeton. Umgangssprachen wie Ytongsteine, aber das ist ja was anderes, das ist eine Firma. Egal. Auf jeden Fall mit diesem Betonstein aussehen lässt wie ein Kindergeburtstag. Oder ich glaube, er sagt irgendwie einen Tag in der Sonntagsschule oder so. Ja, genau. Ja, okay. Kann man mal machen. Nur die erste Hälfte habe ich nicht verstanden, aber wahrscheinlich gibt es ja nichts zu verstehen. Dann kam schon der erste Autounfall der Show. Es war bisher zu gut. Ging nicht. Dolph Ziggler kam rein, hat eine Promo gehalten, in der er erklärte, oder erstmal darauf ansprach, dass es wohl in der letzten Woche, ich musste erstmal googeln, schockiert, meine Güte. Prominente machen Nacktfotos von sich. Und wenn jemand drüber nachgedacht hat, also in den USA ist es wohl so, dass dieses iCloud ganz groß ist und heißen, gibt es ja in Deutschland mittlerweile auch schon, dass du, wenn du Fotos machst oder wenn du eine Rechnung was machst, dass es das sofort online in der Cloud speichert. Und diese Cloud wurde wohl gehackt von Apple und irgendwelche böse Jungs haben dann Nacktbilder von allen möglichen Leuten ins Internet gestellt, so wie ich das mitbekommen habe. Und darauf hat Dolph Ziggler angespielt. Meinte, dass Prominente sowas nicht verdient haben, egal ob A-Prominente, B-Prominente, C-Prominente, D-Prominente, außer eine Person, und das ist natürlich The Miz. Und dann dachte ich mir auch so, okay, Dolph Ziggler ist der Face, ne? Macht Sinn. Aber egal, davon mal abgesehen, hat er dann ein paar Bildchen gezeigt, unter dem eins, wo The Miz seine Brust rasiert in Unterwäsche. Da dachte ich mir so, Dolph Ziggler, du rasierst dir deine Brust auch, also was genau ist da jetzt dran schlimm? Aber egal, okay, vielleicht die Unterwäsche. Zu guter Letzt gab es dann ein Bild, wo Damien Sandow, achso, da muss man so sagen, dann kam The Miz und Damien Sandow raus. The Miz wollte das natürlich gleich untersagen, hat dann noch einen Hollywood-Insider-Witz gerissen, wie ich mittlerweile weiß, und zwar diese Anspielung darauf, dass wenn Dolph nicht damit aufhört, wird er nie wieder in dieser Stadt arbeiten. Das ist so ein Witz in L.A., in Hollywood. Also mit dieser Stadt ist nicht Baltimore geweiht, sondern eigentlich ist es so ein Insider-Spruch für L.A. und Hollywood. Aber das hat Dolph nicht gejuckt, hat noch ein Bild gezeigt und darauf war zu sehen, wie Damien Sandow, und ich drück's jetzt einfach mal so aus, wie es war, eigentlich mehr oder weniger The Miz Arsch mit Bräunungsspray einsprüht. Ja, Sandow hat eine Attacke versucht, bekam Dropkick und Zigzag ab. Miz hat sich dann zurückgezogen und ja, es war peinlich, es war schlecht. Ich bin wie immer noch der Meinung, dass Ziggler nicht gut am Mike ist. Vor allem nicht, wenn man ihm irgendwelchen Müll schreibt. Comedy-Müll. Da ist er sogar ziemlich grottig, aber das sind das die meisten, muss man ganz klar sagen. Ich fand's ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, das aufnehmend, was du gesagt hast, Ziggler's Mic-Work, muss ich dir leider zustimmen. Ich bin ein großer Ziggler-Fan. Am Mic gefällt er mir nicht und gerade in, oder nicht so gut. Und gerade in dieser, ja, man kann es doch schon Midcard-Fehde nennen, doch, es ist eine Fehde, hat er gegen The Miz und Sandow auch relativ wenig zu bestellen. Und ich fand das Segment jetzt, also, ich bin ja ein großer Fan von Damien Sandow und auch The Miz gefällt mir in dieser Geschichte irgendwie immer besser mit diesem verwöhnten Hollywood-Junge und verwöhnter Bube. Sein Gesichtsausdruck gefällt mir ganz gut. Dass wir hier über Niveau nicht reden müssen, ist auch unstreitig. Wir sind hier in der WWE, da hat es aber schon ganz andere Segmente gegeben, auch in der viel gerühmten Attitude-Ära. So schlimm fand ich es jetzt nicht. Es gab noch schlimmere. Es war zwar weit davon entfernt, gut zu sein, aber es hatte seinen Trash-Charme, den ich, zumindest in dieser Fehde, kann ich damit einigermaßen um, muss ich gestehen. Also um jetzt mal den Gegen... Ja,
Ne? Geschmäcker sind verschieden. Ich meine, ich keine Ahnung, ich bin, ich glaube, im Laufe der Jahre, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich mir heute Weeklies oder durchgängig Show von der Attitude-Ära ansehen müsste, dann hätte ich auch viele Sachen zu kritisieren. Ja. Das hier in dieser Form, also natürlich, es ist Entertainment, nicht World Wrestling Entertainment, aber es ist mir zu wenig klassische Pro Wrestling Show. Es hat letztendlich nichts mit dem Wettkampf zu tun, sondern es ist nur Entertainment und dann mit relativ eben von Seiten Dolph Ziggler. Also Ziggler kann, ist am Mic okay, wenn er was zu promoten hat, aber so, solche Sachen mit vorgeschriebenen Dialogen und so Comedy, nee, Ja. nee. Und dann ist das am Ende alles ziemlich peinlich. Es geht wieder mal nicht um den Titel, der, ich glaube, in den letzten Wochen nicht ein einziges Mal erwähnt wurde. Und letztendlich, warum ist Dolph Ziggler so ein Arsch zu The Miz? Also das Ganze begann mal irgendwie, dass The Miz sich den Titel an Ziggler verloren hat, aber das ist seitdem überhaupt gar kein Thema mehr. Seitdem benehmen sie sich irgendwie wie im Kindergarten. Und okay, Comedy in so einer Show ist gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja nicht das einzige Comedy-Segment. Nee, es kommt ja Es wird noch mehr. ja noch schlimmer. Ja. Und Comedy in einer Fehde um einen Mid-Card-Titel, ich meine, es ist WWE. Wir müssen jetzt nicht zum hunderten Millionensten Mal erklären, warum die Titel nichts wert sind und warum ein Mid-Card-Champion vor dem Pay-Per-View jedes Match verliert. Das ist alles ein alter Hut, haben wir schon 10.000 Mal gemacht, aber es ist halt. Ja, ich meine, was groß was sagen. Ich meine, wem es gefallen hat, den hat es gefallen. Ist, wie gesagt, Miz ist in seiner Rolle schon irgendwie unterhaltsam, aber ich sehe es weiterhin nicht dazu, dass einer von diesen beiden irgendwann mal in irgendwelche höheren Card-Regionen führen will, weil so stellt man keine Leute dar, die wenn irgendwas verkaufen. Wobei es auch wieder relativ ist, es wird wieder genügend Leute geben auf Twitter und so weiter, werden, wo die dieses Segment gut fanden und die The Miz und Dolph Ziggler immer noch gut fanden und wegen diesen Leuten einschalten. Ich gehöre nicht dazu. Aber egal. Aber du hast schon recht. Ich glaube auch nicht, dass ernsthafte Ambitionen bestehen, beide in höhere Card-Regionen zu hieven. Ich glaube, wir werden weder The Miz noch Dolph Ziggler irgendwie im Main-Event oder Aber in einer Fehde um den Titel sehen. grundsätzlich hätte Das ich damit noch nicht mal ein Problem. Ich meine, bei Ziggler hat man die Chance verpasst, aber es gibt auch Gründe, warum man es nicht macht. Ich verstehe das durchaus. Du kannst auch eine gute Karriere haben und viele Fans haben, wenn du gu guter Mid-Carder bist. Das gleiche gilt für The Miz. Aber bedeutet denn Mid-Card, muss denn Mid-Card bei WWE immer bedeuten, dass du ein Geek bist, dass du ein Trottel bist, der sich bei Bedarf hinlegt? Im Moment schon, ne? Ja, eigentlich schon in den letzten Jahren und das ärgert mich ein bisschen. Aber okay. Es wurde nur bedingt besser mit einem Take-Team-Match zwischen AJ Lee und Paige gegen Natalya und Rosa Mendes. Das, ja, gleich nach Beginn des Matches hat Natalya Rosa eingetaggt. Rosa hat dann die Hucke voll bekommen, hatte dann die Chance, sich auszuwechseln, hat diese Chance nicht genutzt. AJ hat sich dann selbst eingewechselt, hat Rosa mit der Black Widow zur Aufgabe gebracht. Ja, danach dem Match gab es wieder ein bisschen, ja, einen kleinen Zwist zwischen AJ und Paige. Natalya sah auch ein bisschen unglücklich aus mit Rosa Mendes, jetzt fällt ein bisschen Zack Attack, der bestimmt durch den Divas geguckt hat und uns bestimmt erklären könnte, warum das so ist, wie es ist. Ja, es war kurz, es war gut. Rosa Mendes war nicht ganz so beschissen wie letzte Woche, aber immer noch weit entfernt davon, gut zu sein. Ja, also ansonsten war es, glaube ich, ein Match um der Fehde willen sozusagen. Wer die Fehde oder das Techtelmechtel oder die Spannung, wie man das auch nennen will, die Frenemy-Affäre zwischen AJ und Paige mag, und es soll ja immer noch viele geben, die das auch gut finden, der wird auch mit diesem Segment seinen Frieden machen können und es auch gut finden. Mich, muss ich gestehen, kickt diese Fehde zwischen AJ und Paige nicht mehr so, wie es vor ein paar Wochen noch der Fall war. Paige hat davon profitiert von der Fehde, sie steht wieder gut da. AJ, ich bleib dabei, sie macht das gut, sie macht das professionell, ihr Gesichtsausdruck ist nach wie vor klasse, aber es wirkt für mich einfach alles zu professionell abgespult. Und auch dieses Match war ja kein Match, das irgendwie wrestlerisch irgendwas bewirken sollte, sondern auch quasi nur diese Beziehung AJ und Paige nochmal ins rechte Licht rücken. Dafür war es okay. Nicht mehr, nicht weniger, ne? Solide Also wie Storyline-Geschichte. gesagt, es steckt dahinter wohl noch irgendeine Total Divas Storyline zwischen Natalya und Rosa Mendes, aber Okay.
müssen jetzt hier nicht drüber eingehen. Wir reden über Wrestling-Shows und nicht über Total Divas. Weiter ging's Backstage. Chris Jericho wurde von Ärzten behandelt an seinem Knie. Randy Orton kam dazu, attackierte das Knie mit der Begründung, ja, das ist ja die Saisonpremiere von Raw, da muss man ein bisschen was bieten. Dann war es auch schon wieder vorbei. Also, wir haben ja zum Anfang schon drüber geredet, wir müssen das jetzt nicht hier weiter ausdehnen. Es steht halt durchaus im Bereich des Möglichen, dass Randy Orton jetzt demnächst nochmal auf Jericho treffen wird, ob beim Pay-Per-View oder nächste Woche bei Raw oder vielleicht auch überhaupt gar nicht, weiß der liebe Gott. Alles ist möglich. Es wäre nicht das erste Mal, dass die WWE eine Storyline andeutet oder sogar anfängt und sie im Sande verlaufen lässt, ne? Einfach auf uns zukommen lassen. Wie ja, immer. Okay. Weiter ging's mit Paul Heyman, der im Ring stand und sich erstmal als Vertreter von Brock Lesnar vorstellte und ein bisschen über John Cena reden wollte. Aber da dachte ich John Cena, wenn er das machen möchte, dann komme ich doch gleich mal raus, denn dann kann mir Paul Heyman das alles ins Gesicht sagen. Heyman schien damit kein großartiges Problem zu sein und sagt, okay, ich erkläre dir jetzt, wie du Brock Lesnar besiegen kannst. Und er meinte halt, dass das doch am besten für John Cena ginge, wenn er sich echt, also eigentlich hat Paul Heyman Kane gegeben. Wie war das dann mit dem Hass loslassen? Nee, embrace the hate? Wie war das 2012? Ich glaube. Warte mal. Also im Grunde war es das genau dasselbe, dass John Cena sich endlich doch mal seinen Kritikern und seinen Hatern stehlen soll. Ich bin übrigens immer ein Feind davon, Leute, die etwas nicht mögen, Hater zu nennen, weil Hater impliziert für mich immer, dass die Kritik nicht gerechtfertigt ist. Aber naja, okay. Auf jeden Fall meinte er halt erstmal, doch, eigentlich John Cena meinte erst einmal, ich bin verwirrt, John Cena meinte erst einmal, dass er doch eigentlich schon längst weiß, wie er Brock Lesnar besiegen kann, und zwar einfach seinem Motto folgen, never give up. Er hatte auch seinen Putzlappen wieder mit dabei, den er dann Paul Heyman zuwarf. Was soll das sein? Ich weiß es auch nicht. Der käuft dieses Merchandise. Ja, alle Cena-Hausfrauen-Fans. Oder alle Cena-Fans, die Hausfrauen sind. Es gibt übrigens mittlerweile, zieh dir das rein. Im WWE-Shop gibt's mittlerweile T-Shirts. 999-Shirts. Also, die kosten nicht nur 999, sondern steht drauf 999. Ja, ist doch cool. Dann kannst du als wandelnde Werbereklame durch die Gegend. Ja, eben. Wer Geld bezahlen. Wer kauft sowas? Ich glaube, das gibt genug, die das kaufen. Also um ganz ehrlich zu sein, es gibt wenig Merchandise, aber ich bin generell so ein bisschen, es ist okay, wenn man zum Event geht oder wenn man jetzt irgendwie ein Bandshirt hat und man geht auf ein Konzert oder so, finde ich das okay und da habe ich auch ein bisschen was im Schrank, aber so ganz offensichtliche Sachen, also die sich so als Fan von irgendwas aus, egal was das ist, ziehe ich in meinem privaten Leben nicht an. Es gibt nur ganz wenige Sachen, also die nicht so auffällig wären, würde ich nicht jeder Idiot gleich sofort fragt, was damit gemeint ist, die ich tatsächlich anziehen würde. Aber wer würde denn sowas kaufen? Ja, wir können ja mal einen Aufruf starten an alle, die den Podcast hier hören und die auf der Startseite, da könnt ihr ja auch Kommentare unter den Podcast abgeben oder im Board. Schreibt doch mal hin, wenn ihr das kaufen würdet, ich würde es kaufen, oder wie beknackt kann man denn sein, sich sowas zu kaufen? Jens, ich wette mit dir, es wird einige geben, die sich das kaufen. Ein 999-Shirt. Ein 999-Shirt, auch für mehr als 9,99. Nee, es kostet nur 9,99. Achso, ja gut, dann... Während alle anderen Shirts also über 20, zwischen 20 und 30 Dollar kosten, kostet das natürlich nur 9,99. Achso, ich dachte, die anderen kosten nur 8 Euro oder so. Man muss da noch ein bisschen drauflegen, um das zu cool. Aber das eigentlich müsste WWE die umsonst verteilen, weil eigentlich ist das Werbung. Weil ja, zweifelhaft wird sich jeder darauf ansprechen, was das denn bedeuten soll. Ja, und das hast du doch, wenn du Aufmerksamkeit erregen willst und auch sonst nicht in deinem Leben viel hast, kaufst du dir sowas in der Hoffnung, dass irgendjemand anspricht. Also stimmt, wenigstens redet jemand mit dir. Genau, aber wenn du so weit bist, als Konzern oder als Company, dass sich die Leute deine Werbung kaufen und dafür noch Geld bezahlen, dann hast du ja alles richtig gemacht, ne? Also besser kann es ja gar nicht laufen. Und ich bleib dabei. Liebe Freunde, wenn ihr das hört und euch das kaufen würdet, schreibt es, postet uns. Ich wette mit euch, mindestens 2, 3 werden das machen und dann ist Jens wieder für 2 Wochen völlig perplex. Okay. Paul Heyman griff dann eben halt wieder die Aussage auf, never give up, und dass Cena das doch endlich vergessen soll und er sich endlich mit den Leuten, die jede Woche Cena Sucks brüllen, auseinandersetzen sollen. Die, wie sagte er, die fetten arbeitslosen Typen in der 6. Reihe.
Dann hat Heyman noch einen Rap losgelassen, in dem er sich auch über, ich glaube, es wird wohl auch ein NFL-Team gewesen sein, über die Baltimore Ravens, ja, da waren die Ravens lustig gemacht hat. Und das halt endlich aufhören soll mit dieser Hustle-Loyal. And respect. And respect! Ja, Einstellung. Ich darf nichts Falsches sagen. Und da dachte ich mir so, Amen! Und wenn er das alles tut und endlich seinen hassfreien Lauf lässt, dann hat er auch eine Chance gegen Lesnar. Währenddessen gab es natürlich die Chance Let's Cousina Cena Sachs, wie wir das schon so kennen. Und Cena überlegte, ob er jetzt nicht doch seine Hater konfrontiert, aber letztendlich hat er dann doch Paul Heyman angeschrien, dass der doch seinen Mund halten soll. Und dann gab es John Cena Standard-Promo Nummer 2. Habe ich jetzt einfach mal so genannt, weil es gibt nicht so viel. Also auf jeden Fall, das ist die Standard-Promos aller. Eigentlich fast die Standard-Promos aller Standard-Promos. Da hat er uns erklärt, für wen er das macht. Für wen macht er das? Natürlich für die Kinder, die ihn bejubeln. Für die es ist sehr geil, was auch immer, wenn man Make-A-Wish erwähnt. Ja, ganz wichtig. Das ist spätestens, wenn noch jemand gedacht hat, ob es ein guter Zweck ist oder ob es eine Promo-Taktik. Ne? Mit sowas macht man es dann relativ deutlich. Er tut das eben für die Kinder und für die ganzen Veteranen, die ihre Beine im Krieg verloren haben. Und John Cena. Ich bin nicht da richtig, um das zu erklären. Das hätte Sektiltag machen sollen. Da kann nur sowas ruhiger sein und neutraler sein. Ich fand's, auf jeden Fall, dann hat er noch, um das mal zu Ende zu bringen, er hat dann halt noch gesagt, mehr oder weniger, dass er niemals zum Heel turnen wird. Also nur indirekt angedeutet. Und nächste Woche, und er will aber nicht auch Paul Heyman nicht angreifen, sondern er möchte das auf nächste Woche verschieben, wenn Brock Lesnar da ist. Und wenn Brock Lesnar nicht da ist, dann muss halt vielleicht Paul Heyman für die Trachtprügel herhalten. Noch eine schicke Drohung an den alten Mann. Und ich war nach dieser Promo wieder bedient und ich wusste wieder bis in den kleinsten Deut, warum ich John Cena nichts abgewinnen kann. Nichts. Überhaupt nichts. Ja, es war seine Standard-Anbiederungs-Promo. Aber ich überlege jetzt mal gerade, wie alt ist denn Paul Heyman? Der ist noch nicht so alt, wie er aussieht, ne? 50? Höchstens? Höchstens, muss ich gar nicht sagen. Er wird wohl. Seine Frisur macht ihn älter. Ja, 65 geboren, guck an. Ja, der ist noch keine 50. Und da ist er auch nur 12 Jahre älter als der Cena. 11. September hat er Geburtstag, also 48. Ja, siehst du mal. Übermorgen. Also ein junger Hüpfer ist er noch sozusagen. Sozusagen, ja. Ja. Nee, ansonsten war das immer dann, wenn man so den Ansatz spürt, dass Cena vielleicht eine gewisse, lach mich aus, Pseudo-Entwicklung in seinem Charakter durchmacht, haut er umso energischer seine Standard-Promos raus. Und wenn man da Kriegsveteranen mit einbezieht, dann ist das schon ziemlich widerlich. Also aber das ist John Cena, sind wir ehrlich. Ich weiß in diesem Sinne auch nicht, das ist immer ein bisschen das Problem bei John Cena, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, und Total Divas ist ja darauf kein Hinweis. Aber inwiefern du die Privatperson John Cena von dem John Cena, weil auch die Privatperson hat durchaus seinen Hang dazu, zum Militär und zu dieser ganzen Verherrlichung, und John Cena diesen Make-and-Wish-Kram mal vollkommen abgesehen. Ich meine, natürlich ist das ein guter Zweck, und ob das jetzt eine Promo-Taktik denn ist, ist alles immer noch relativ, weil am Ende tut man Kindern was Gutes und das kann nie was Schlechtes sein. Dass es eigentlich so ist, dass John Cena dafür bezahlt wird, weil dafür ist, auch wenn das ein Ding ist, aber dafür bekommt er nun mal wesentlich mehr Kohle als jeder andere. Also es ist sein Job, und wer würde nicht einen Job machen, wo er Kindern helfen kann? Also es gibt eine schlechte Ausgangsposition. Aber davon abgesehen, repräsentiert John Cena so ziemlich alles, was ich an amerikanischen Vorurteilen nicht abkann. Ja, das ist es ja auch. Also zum einen glaube ich, das ist aber jetzt eine reine private Ansicht, glaube ich nicht, dass man den Privatmenschen und den Wrestler, egal ob es jetzt John Cena ist, so professionell voneinander abgrenzen kann, wie viele das gerne wollen. Man munkelt ja auch zum Beispiel bei Dean Ambrose, dass er in seine Art zu wresteln und auch seine Art, seine Charaktere darzustellen, viel aus seinen privaten Erfahrungen mit reingesammelt hat, die er durch seine Kindheit mitgenommen hat, wie er aufgewachsen ist. Ich glaube, dass das vieles in den Charakteren der Wrestler, die wir dann on screen sehen, oder einiges, um es ein bisschen zu relativieren, auch sich in den persönlichen Charakteren teilweise wiederfindet. Auch bei Paul Heyman zum Beispiel. Der ist ein überragender Mic-Worker,
kann dieses schleimige Arschloch super spielen. Privat, er hat ja auch diese ECW, da war er ja auch seinerzeit groß im Geschäft. Man muss, ich glaube, er hat sogar angefangen, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie mit dem Stripclub. Er hat ja auch immer noch seine Heyman Hustle Seite, wo es viele, viele Models und wenig begleitete Damen zu sehen gibt. Also, Paul Heyman ist Paul Heyman, da braucht man nicht drüber herhalten. Also, so, diese intensive Trennung oder diese klare Trennung wird, glaube ich, nicht immer in der Form durchzuhalten sein. Insofern kann man vielleicht, auch jetzt hier wieder relativieren, vielleicht auch doch aufgrund von Cenas In-Ring-Darstellung auch leichte Rückschlüsse auf seinen Charakter ziehen. Davon aber abgesehen, das lasse ich jetzt mal ausdrücklich offen, ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht, geht mir dieses Anbiedern mit sozialen Zwecken generell tierisch auf den Geist, weil es scheinheilig ist. Wenn ich es mir zur Aufgabe mache, mich für Kriegsveteranen und kranke Kinder einzusetzen, dann mache ich das im Stillen. Damit gehe ich doch nicht hausieren. Dann sage ich doch nicht, ich mache hier die Make-A-Wish Foundation, was sowieso nur... Nein, das ist auch jetzt ein bisschen, ich will es jetzt gar nicht zu böse darstellen, aber was eben viele Stars machen, die sich ein bisschen in der Publicity zeigen wollen oder in der Öffentlichkeit präsentieren wollen, die machen Make-A-Wish. Jeder, der was auf sich hält und der in relativ hohen Bekanntheitsgraden sich ansiedelt, der macht mindestens einmal pro Jahr seinen Make-A-Wish-Auftritt. Wer wirklich da, wem das wirklich nahe geht, der macht das doch privat und schweigt meistens drüber. Das ist das, was mich so aufregt. Dieses in die Öffentlichkeit, in die Show tragen, das finde ich einfach nicht gut. Man weiß auch nicht, wie viel John Cena dann tatsächlich freiwillig in die Öffentlichkeit trägt, weil dahinter steckt ja auch WWE. Wie gesagt, nicht der Privatmensch John Cena macht diese Make-A-Wish-Auftritte. Das sind Auftritte von WWE. Also dafür wird er auch bezahlt. Natürlich ist er im ersten Sinne Wrestler, aber dadurch, dass er eben halt ein paar Millionen mehr verdient als auch ein Randy Orton, muss er so viele Auftritte machen. Natürlich, es gibt nicht viele, die es machen würden. Und natürlich hat John Cena wahrscheinlich ein anderes Arbeitspensum als die meisten anderen Wrestler, also als der Undertaker oder Triple H. Selbst als ein Fulltime-Bro-Wrestler wie, ja, keine Ahnung, als Sheamus oder Seth Rollins oder wie sie alle heißen. Aber trotz allem wird er für diese guten Taten bezahlt. Das ist schon mal, ne? Das ist, ja. Da ist schon der erste Ansatzpunkt sozusagen, ne? Das Geschmäckle so ein bisschen. Finde ich auch. Aber John Cena ist wie, wenn es irgendeinen Pro-Wrestler gibt, ich meine, egal ob das jetzt Film ist oder so, ich weiß Leute zu schätzen, die einen Arschloch wunderbar spielen. Ich habe eine Affinität dafür. Ich mag auch CM Punk und wer CM Punk bisschen merkt, ist, dass der im Privatleben auch ein ziemliches Arschloch ist, wenn das jetzt so genau nimmt. Das macht nichts. Man kann ein Arschloch sein, wenn man irgendwie aufrichtig ist, wenn man ehrlich ist und wenn man sagt, was man denkt. Und bei John Cena, Er ist für mich hochgradig unsympathisch, auch das, was ich von Total Divas gesehen habe, er ist für mich nicht real und für mich ist er längst schon Heel in allem das, was er sagt und das, was er tut und auch WWE ihn darstellt. Eigentlich im Grunde, bei einem gewissen Teil des Publikums bringt man ihn weiter nur als Heel over. Egal, was er sagt. Ich meine, bei den Kindern und Frauen wird es weiter funktionieren und bei den wenigen Männern... und Frauen. Ja, das ist sein Zielpublikum. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Es gibt auch genügend Männer, sicherlich, aber die sind deutlich in der Männerzahl. Also ich glaube, seine Fans, wenn du da einen Schnitt errechnen würdest, also da sind überdurchschnittlich viele Frauen und Kinder dabei. Ja, hauptsächlich Kiddies, das glaube ich auch, ja. Ja, das stimmt. Von daher, ja. Aber ich denke auch, dass Frauen und Kinder tatsächlich auch bisschen so andere Werte haben, also an ihren Vorbildern. Also das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber ich glaube, die können eher was damit anfangen, wenn jemand, bei Cena möchte ich fast sagen, vorgibt, ein ehrlicher und guter Mensch zu sein, der, ja, aber ich sag mir dann halt immer, unglaubwürdig irgendwie. Ja. Also, so sind halt die wenigsten. Oder eigentlich so ist gar keiner. Nee, das stimmt. Da hast du auch völlig recht. Aber auch was das Zielpublikum angeht, natürlich unser Eins fand damals Hulk Hogan ein paar Monate toll. Ist eigentlich das Gleiche. Also brauchen wir bis die Maske irgendwann fällt. Ja. Ne? Und auch bei Cena wird sie im Laufe der Zeit, die Leute werden älter und die merken auch, was spult der denn da immer das Gleiche ab? Das überzeugt die nicht. Dann lieber eben CM Punk, der mal Face, mal Heel ist. Auch als Heel hat er mich überzeugt, weil das eben glaubhaft rüberkommt, wie du schon sagtest. Und das geht Cena eben völlig ab. Ja. Na gut. Also Hulk Hogan ist wirklich ein gutes Beispiel, weil John Cena ist eigentlich eine Blaupause von Hulk Hogan. Ja, genau. Mit dem Unterschied, dass John Cena ein 10.000 Mal besserer Wrestler ist als Hulk Hogan.
Wie gesagt, es wird nicht an den, aber ansonsten ist John Cena echt eine Blaupause von Hulk Hogan. Und schon Hulk Hogan war in dieser Sinne sehr, sehr unglaubwürdig. Weil unter Esst eure Vitamine hat er ein bisschen was anderes verstanden. Und das ist nur der Anfang der Fahnensteine, aber ja, egal. Es geht ja nicht um Hulk Hogan. Heute nicht. Weiter ging's mit dem nächsten Match. Seth Rollins gegen Sheamus, wo wir beim Titel, beim Thema sind, Midcard Champions, die vor einem Titelmatch stehen. Cesaro kam während des Matches heraus, lenkte dann Sheamus ab, beziehungsweise schnappte sich den Titel und Sheamus ging hin und hielt an dem Titel fest und die haben so ein bisschen Tauziehen um den Titel gemacht, bis Sheamus losgelassen hat, Cesaro mehr oder weniger hingeblumst ist. Das Ganze hat Seth Rollins genutzt zu seinem Curbstomp und hat Sheamus ziemlich klar gepinnt, weil eigentlich ist das kein unfaires Eingreifen, sondern am Ende ist es doch wieder Dummheit von Sheamus. Dafür kann man einen Seth Rollins nicht verantworten. Genau wie im Opener muss man auch dazu sagen, weil einige gesagt haben, eigentlich war es wieder kein cleaner Sieg, weil der Jericho schon oben stand. Dass Jericho nicht rausspringt, sondern reinspringt, kann man ja Bray Wyatt schlecht angreifen. Also ja. Ich meine, im Fußball ärgerst du dich auch nicht über einen Sieg, wenn dein Gegner ein Eigentor schießt. Oder einen groben Patzer macht. Also Sieg ist Sieg. Und ohne Fehler gewinnt kein Sieg. Auf jeden Fall Seth Rollins gewann nach dem Curbstomp. Nach dem Match gab es noch den Neutralizer von Cesaro gegen Sheamus. Und das war der epische Aufbau für das United States Championship Match bei Night of Champions. Ja. Wrestler fand ich gut. Muss ich sagen. Also okay. Rollins ist sowieso meines Erachtens zurzeit einer der stärksten Wrestler, die wir im Roster haben. Sheamus hat mir auch gut gefallen, muss ich gestehen. Die haben beide gut funktioniert im Ring. Ja, das Ende fand ich, es war so ein typisches WWE-Ablenkungsende, wie es nicht not tut, wie du auch keinen US-Champion vor einem Titelmatch noch stärkst. Andererseits, der US-Champion steht ja wohl noch unter dem IC. Gürtel, von daher muss man Sheamus als Aufbaugegner für Rollins in diesem Match betrachten, anders kann man es nicht sehen. Was ich besonders putzig fand, ab und zu fällt es mir wieder auf, das Finish, achtet mal drauf, kurz vor den Curve-Storm sieht man, wie Sheamus sich noch in Position krabbelt, damit ja, Rollins den auch gut ansetzt. Er hat es übrigens trotzdem verhauen, weil er ja. Timing stimmt nicht, hat zu mit Verzögerung gesellt sein. Ja, so. Aber das Krabbeln sah putzig aus, muss ich sagen. Ja, und das ist das, was hängen geblieben ist. Ansonsten ist der US-Champion eben ein Aufbaugegner für einen aufstrebenden Wrestler. Ja, sind wir jetzt mal ehrlich, aber zu was der Titel, zu was diese Fehde? Es treten zwei Geeks gegeneinander an, auch wenn es mit Sheamus und Cesaro immer noch Leute sind wohl. Warum sowas? Man hat immer noch genügend Leute im Roster. Es gibt jetzt nicht die Notwendigkeit, Rollins gegen Sheamus antreten zu lassen. Oder ja. Und das Ganze jetzt so enden zu lassen, dass ich verstehe sowas nicht. Nee, ich verstehe es also, auch nicht. Vor allen Dingen, weil dieses Match auch unter gegebenen Umständen auch bei einem Pay-Per-View theoretisch laufen könnte. Ja, na klar. Es ist durchaus nicht schlecht. Beide sind gut bis sehr gut im Ring. Und das ist eben das Problem, warum man das sprichst du ja auch immer wieder in den Reviews meines Erachtens auch völlig zu Recht an. Warum verballert man solche Matches in den Weeklies und dadurch werden die Pay-Per-Views auch ein Stück uninteressanter, weil man die Matches eben schon mal gesehen hat. Warum schickt man sie nicht gegen irgendwelche Geeks, stärkt den US-Champion, stärkt auch Rollins durch klare Siege und verbrät quasi oder verschießt sein Pulver schon in den Weeklies. Das ist genauso wie du sehe ich es auch. Es macht einfach, man macht sich vieles selbst kaputt durch solche. Ja, zumal sowas ja auch eine Sache ist. Okay, das hat auch was damit zu tun, dass die Shows nun wirklich bis kurz vor Ausstrahlung immer wieder umgeschrieben werden. Aber das ist so ein Match, wenn du sowas bringen kannst, dann bring's halt mal bei Raw. Oder bring's halt mal bei SmackDown, aber dann sollte das doch der Main Event sein. Oder ein Match, was vorher angekündigt wird, weil es halt einfach. Ich weiß gar nicht, ob es First Time Ever war, aber zumindest ist es noch keine ausgelutschte Paarung, aber es sollte einfach was Besonderes sein. Ja. Du hast einfach so ein 10-Minuten-Match, was letztendlich, Sheamus sieht nicht unbedingt gut dabei aus, ein wirklich toller Aufbau zu Sheamus gegen Cesaro ist es auch nicht. Okay, Seth Rollins, weil es davon gestärkt wird, ist eine Sache, aber ihm hat es nicht geschadet, er hat es ihm am ehesten noch gestärkt. Aber es ist halt, ich meine, es gibt jetzt nicht viele Gründe, wie gesagt, das Match war okay und es gibt wesentlich Schlimmeres, aber wenn man halt das Große und Ganze im Auge hat, dann ja,
Ja, vor allem, es bringt auch vor dem Hintergrund nichts, auch wenn man so argumentieren wollte, man wollte die Show stark machen, um gegen die NFL anzutreten. Du hattest zwei Matches, die eigentlich für Night of Champions vorgesehen waren, mit Jericho gegen Wyatt und Rollins, Schwachsinn, Reigns gegen Orton. Da bringt auch eine Paarung Rollins gegen Sheamus nicht mehr Buys, wie man immer so schön sagt, oder mehr Zuschauer. Die gucken entweder NFL oder ein gutes Programm bei Raw. Und da wird Rollins gegen Sheamus nicht das Zünglein an der Waage sein. Also man hat es ohne Not, wie du schon sagtest, ohne Not verbraten, so ein Match. Und es war nicht mal Main Event, weil die Konkurrenz einfach zu stark war dieses Mal bei Raw. Es war unnötig. Und dazu kommt ja auch noch, wenn du sowas öfters machst, dann, oder wenn nicht der Punkt sogar schon erreicht ist, ist immer schwierig zu sagen, bei mir ist es nicht weit weg, du verdirbst den Leuten auch diese Charaktere. Wenn du das öfters bringst, dann brauchst du auch Sheamus und Cesaro für nichts mehr bewerben, weil es sind halt nur noch Geeks. Nee, vor allen Dingen das stärkere Match, Rollins gegen Sheamus, gab es in der Weekly und Cesaro gegen Sheamus hast du beim Pay-Per-View. Also das Niveau wird bestenfalls gehalten, eher vielleicht sogar leichter Rückschritt, weil Na, man. ich glaube, Cesaro gegen Sheamus wird beim Pay-Per-View ein richtig gutes Match, weil die gut harmonieren. Das Problem ist, was man jetzt einigermaßen richtig macht, ist, dass man Sheamus und Cesaro erstmal nicht wieder in sinnlose Matches gegeneinander steckt, wie das bei Miz und Ziggler schon zuletzt Ja. tausendmal der Fall war, sondern man hält die voneinander fern, das ist gut. Nee, das Aber wäre. Cesaro und Sheamus haben dieses Jahr schon das eine oder andere Weekly-Match gegeneinander bestritten. Ja, und genau das, daran wollte ich gerade anknüpfen, bevor du es gesagt hast. Das Match wird ohne Zweifel richtig gut werden, weil Cesaro auch ein verdammt starker Wrestler ist und Sheamus auch stärker als der Ruf unter den Smarks. Aber wir haben es zu oft schon gehabt. Und das ist genau das Problem. Wir haben es zu oft schon gesehen. Aber das ist halt, wie gesagt, wir reden eigentlich im Grunde jede Woche dasselbe. Ja, du hast recht. WWE ist halt WWE. Apropos jede Woche dasselbe. Weiter ging es mit Lana Rusev. Langsam kann hier auch Standard-Promos einführen. Sie erzählte, als sie US-Nationalhymne wurde in Baltimore geschrieben, bla 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 bla. Und aber die beste Runde ist trotzdem die russische, bla 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 bla. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Und eigentlich gibt es dazu nicht viel zu sagen. Nö, ich habe auch nichts dazu zu sagen. Gut, dann weiter ging's. Die Kommentatoren hatten dann das NXT-Special, was am nächsten Donnerstag stattfindet. Darunter auch das Debüt von Kenta. Und man hat nicht nur Kenta gesagt, also wahrscheinlich behält Kenta tatsächlich seinen Namen. Ja, ist doch Ich schön. könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass es eine Bedingung war von ihm. Kannst haben, ja. Er kann sich, glaube ich, auch erlauben, solche Forderungen zu stellen. Ja, geht man davon So. aus. Ich meine, man weiß nie genau bei WWE, aber ja, schön. Weiter ging es mit einem Tag-Team-Match und zwar, ja, es war mal eigentlich eine faustdicke Überraschung. Und zwar die vier Protagonisten des Main-Events beim NXT Special Takeover 2 am kommenden Donnerstag. NXT-Champion Adrian Neville, Sami Zayn, Tyler Breeze und Tyson Kidd werden dann in einem Four-Way-Match gegeneinander antreten. Und bei einer gestrigen Show gab es ein Tag-Team-Match. Also Sami Zayn und Adrian Neville gewannen gegen Breeze und Tyson Kidd nach dem Red Arrow von Neville gegen Kid. Circa 4,5 Minuten. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ja, Match war in Ordnung. Fans wussten zwar einfach nicht wirklich, was sie damit anfangen sollten. Wurde dann aber besser, weil eben Neville und Zayn durchaus zwei spektakuläre Wrestler sind. Und jetzt lasse ich erstmal dich ran. Ja, viel gibt's gar nicht mehr zu ergänzen, außer wir werden für alle, die NXT nicht so regelmäßig schauen, ich guck's auch nicht so häufig, aber sich damit vielleicht noch intensiver beschäftigen möchten, für die war dieses Match, glaube ich, genau das Richtige. Vor allen Dingen Adrian Neville hat fand ich die Crowd doch ziemlich mitgenommen, da wo sie standen sein. Er hat viele, viele spektakuläre Aktionen gezeigt, hat mir sehr gut gefallen. Das Match fand ich für die 4,5 Minuten, die es ging, auch wirklich gut. Und ich fand es völlig in Ordnung, bei Raw einfach mal diese vier Protagonisten mal zu präsentieren, auch im Hinblick eben auf das NXT-Special kommenden Donnerstag. Für alle, die es interessiert, wir werden da auch zum ersten Mal ein NXT-Roundtable machen, der kommt. Also wenn ihr Lust habt, guckt mal rein. Für das, was das Match bringen sollte, fand ich es eigentlich gut. Es war wrestlerisch gut, es hat vielleicht manche neugierig auf NXT gemacht. Ich fand es in Ordnung. Ich weiß, dass es bei uns auf dem Board auch mit ein bisschen ja, negativen Feedback-Reaktionen gesehen wurde. Mir persönlich hat es auf jeden Fall gefallen. Gut, dann apropos negative Reaktionen. Also das Match war okay. Für 4,5 Minuten. Gibt es nichts auszusetzen. Wenn das bei einer NXT-Show gewesen wäre, einwandfrei.
Okay, das hatten wir, glaube ich, schon bei den NXT schon, aber davon abgesehen. Ich mag auch alle vier, mehr oder weniger. Mit unterschiedlichem Stärkegrad. Aber jetzt kommt, ich habe heute im Board noch nicht weiter gelesen, aber jetzt kommt mein Problem an. Ich fand diese ganze Präsentation zum Kotzen. Ich fand das richtig, richtig schlimm. Weil im Grunde hat man hier schon wieder das, was ich immer an NXT kritisiere. Man hat den WWE-Fans jetzt hier gezeigt, hier hat man vier Neulinge, die mehr oder weniger gerade lernen, wie man wrestelt. Die auf einem Niveau sind von Tyson Kidd, der wann sein letztes Match bei den Main-Shows gewonnen hat. Boah. Mhm, genau. Und man verpasst jede Chance, die Leute, die da antreten, wirklich als große Nummer darzustellen. Jegliche. Das ist einfach nur ein Haufen Geeks auf einem Niveau von Tyson Kidd, Primo und Epico und wie sie alle heißen. Und dann noch so ein lustiges Flippy-Floppy-Match ohne Aufbau. Dann zeigen wir noch Werbung für das NXT-Special, für eine Aufbauliga. Der eigentliche Sinn einer solchen Aufbauliga ist eigentlich, Leute abseits der Kamera auf das vorzubereiten, was am Main-Roster kommt. Das war Ziel der ganzen Sache. Nun hat man mit dem neuen NXT-Konzept einfach Wrestler, die ohnehin schon besser sind als das, was im Main-Roster ist. ja, Tyson Kidd sowieso, aber der ist ja eigentlich, wir haben es genau nicht, ein Main-Roster-Wrestler, aber auch Zayn und Neville. Und deshalb promotete man das mit einem Network ein bisschen anders, aber ich halte das für einen Riesenfehler. Man wird nie wieder wirkliche, so was wirkliche Stars. Man muss sich überlegen, es gibt dafür auch keinen Vergleich. Also jetzt in anderen Sportarten ist das nicht gegeben. Wenn du im Fußball, keine Ahnung, einen Spieler aus der zweiten Mannschaft bringst, du kannst das nicht vergleichen mit dem, was hier passiert. Es ist einfach, im Wrestling ist es so, dass es über Jahrzehnte so war, du kündigst mit Promo-Videos einen Neuzugang an und verkaufst den als richtig große Nummer. Als dem nächsten Brock Lesnar zum Beispiel. Als dem nächsten Topstar, der reinkommt, alles zerlegt, oder Alberto Del Rio als den Topstar von Blablabla oder Sin Cara, auch wenn es bei dem schief ging. Du nimmst jegliche Chance. Du nimmst jegliche Chance und jede Glaubwürdigkeit. Das ist bei einem Smartmarks nicht schlimm. Das ist bei uns allen hier nicht schlimm, aber bei allen, die da nicht so drin sind und Wrestling wirklich nur als Entertainment, nicht direkt als Hobby, sondern als Entertainment sehen, was die einmal die Woche gucken oder so, mit dem hast du nicht das Interesse geschürt. Das kannst du vergessen. Okay, Neville sah spektakulär aus mit dem Red Arrow. Kein Ding. Und sicherlich hast du damit keine Leute verschreckt, aber dafür, das Promo zu machen für eine NXT-Show, ich halte sowas für einen großen Fehler. Weil letztendlich war das jetzt auch nur bedingt das Raw- oder Main-Roster-Debüt der drei Leute. Sondern die sind jetzt wieder raus. Die wirst du jetzt wieder nicht sehen. Und für mich, ich fand's ganz, ganz furchtbar und ich bleib auch dabei. Für mich hat das nichts bewirkt, außer dass Sami Zayn, Adrian Neville und Tyler Breeze als Newbies dargestellt wurden auf einem Level von Chopper, Tyson, Kidd. Und ich sehe das halt im Grunde genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich bezwecken wollte. Vielleicht geht's auch nur mir so, aber kein Fan von diesem ganzen Kram und in dieser Art und Weise macht für mich NXT auch null Sinn, weil es keine Aufbauliga mehr ist. Also viele sehen es so wie du. Das wurde auch vorhin auf dem Board eben, wie ich schon sagte, angesprochen. Da hast du auch nicht Unrecht mit dem, was du sagst. Es kommt eben darauf an, wie man NXT definiert. Und wenn man sie als Aufbauliga definiert, und das soll sie ja auch sein, hast du völlig recht, macht es keinen Sinn, sie bei Raw zu präsentieren und dann wieder ins zweite Glied rücken zu lassen. Dann sind sie, so habe ich dich verstanden, haben sie ja gewissermaßen ihren Stempel weg. Als Newbies, die eben auch in die Aufbauliga gehören und wer weiß, ob sie es überhaupt jemals schaffen. Ja, ich sag mal so, bei Sami Zayn macht man es ja und man macht es auch bei WWE.com. Man bringt dann hier, Sami Zayn war schon 10 Jahre lang der ganzen Welt unterwegs und hat sich seine Sporen verdient oder man macht das bei Kenta, man macht das bei Prince David, man macht das bei Kevin Steen und das ist ja auch richtig. Man macht es auch bei Dean Ambrose, man hat es ja auch in dieser Shield-Doku gemacht, wo ja. Man seine CZW-Zeit beleuchtet hat oder bei Seth Rollins seine ROH-Zeit. Das ist ja an sich richtig. Das ist ja auch okay, dass man sagt, man hat hier schon eine große Nummer und jetzt kommen sie halt auf die ganz große Bühne. Das kannst du machen. Aber dann kannst du nicht gleichzeitig sagen, dass die jetzt schon die ganze Zeit bei NXT antreten und dort das Beste sind, was bei NXT sind, weil NXT ist am Ende die Aufbauliga. NXT ist am Ende die Regionalliga. Und was sagt denn das über diese angeblichen Stars aus, wenn sie erstmal in der Regionalliga müssen? Bayern München. Die holen doch auch nicht Xabi Alonso von Real Madrid, um ihn dann in der dritten Liga einzusetzen, weil er erstmal ein bisschen lernen muss für die Bundesliga. Das macht keiner.
Auch wenn es wieder eine ganz andere Baustelle ist, weil im Fußball musst du niemanden, außer vielleicht Cristiano Ronaldo, als Topstar promoten, damit er dir Merchandise verkauft, aber damit die Leute zum Spielen kommen. Aber jetzt nur von der Theorie her. Es macht einfach keiner. Auf der einen Seite verkaufst du die als die zukünftigen Stars oder als Stars, die sich schon einen Namen gemacht haben. Auf der anderen Seite zeigst du deutlich, das sind Leute, die noch nicht mit den Leuten im Main-Roster konkurrieren müssen. Das müssen sie erstmal in der unteren Liga, um sich zu etablieren. Und das dann bei Raw so zu promoten und so ins Schaufenster zu stehen. Ich meine, man weiß es ja. Es läuft auf dem Network und jeder kann sich's angucken. Aber das bei Raw in einem Millionenpublikum zu präsentieren, halte ich einfach für einen Fehler. Ja. Zugegebenermaßen haben das bestimmt die meisten in 3 Monaten wieder vergessen. Das ist das Gute daran. Ich glaube, die wenigsten erinnern sich auch daran, dass Bordell ist ja schon mal im Main-Roster war für ein paar Matches. Da wollte ich nämlich gerade dran anknüpfen. Ah. Bordell trat beim Royal Rumble 2011 ja. an und sieh mal, was er jetzt für eine steile Karriere hingelegt hat. Ja, okay. Ja, und ich glaube sogar auch bei SmackDown nachher nochmal, so hatte er so eine Mini-Fehde gegen Wade Barrett. Oder guck dir Bray Wyatt an. Aber selbst bei Bray Wyatt war es so, dass da einige Leute in den ersten Wochen Husky Harris gechantet haben. Das kann nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache sein. Ja, das stimmt. Andererseits, du kannst das ja so machen, wie du es ja auch bei, wie gesagt, bei Bray Wyatt hast du es gemacht, du hast es bei Bo Dallas so gemacht und du hast es auch bei, oh Mann, Curtis Axel so gemacht. Die hießen ja alle bei ihrem ersten WWE-Versuch, will ich es mal nennen, hießen sie ja alle anders. Ne? Nee, Bo Dallas hieß da schon Bo Dallas. Entschuldigung, den nehme ich mal raus. Aber wie hieß er? Curtis Axel. Michael McGillicuddy. Ja, was für ein Name. Also das überhaupt den so ins Main-Roster zu packen. Hast noch mehr, Fandango, Johnny Curtis. Ja, hast recht. Aber man kann das insofern nochmal kitten, indem man jetzt diese 4 Wrestler, die man bei Raw hat auftreten lassen, als NXT-Wrestler präsentiert, um vielleicht auch ein bisschen NXT in Vordergrund zu rücken. Und wenn sie dann irgendwann ihr Main-Roster-Debüt kriegen, nennst du sie einfach alle wieder um. Hat sich keiner mehr an diese, weil, darfst du recht, an dieses Match wird sich keiner mehr erinnern. Ja, jetzt sind wir immer mal ganz ehrlich. Jetzt abgesehen von Bo Dallas. Mhm. Das Umbenennen alleine macht's nicht. Wo steht denn Fandango, Johnny Curtis? Wo steht denn Curtis Axel, Michael McGillicuddy? Das sind Geeks. Ja. Das waren Geeks, wo sie geholt haben, dann wurden sie mit einem anderen Namen zurückgegangen, sie sind immer noch Geeks. Ja, weil sie eben Geeks sind. Ja, und das ist Sinn und Zweck der Sache. Ja. Die Leute sofort den Stempel so aufzudrücken, dass du genau weißt, dass aus dem nichts mehr wird? Also, Fandango ist ja auch einer, wo man drüber streiten kann, ob der nicht radikal unter Wert sowieso gerade dargestellt ist. Das ist ja, wie gesagt, ob das jetzt daran liegt, dass er bei NXT war und unter neuem Namen jetzt zur WWE ins Main-Roster gekommen ist, oder ob das ganz andere Gründe hat. Das wissen wir ja gar nicht, was der Grund dafür ist, warum Fandango jetzt im Niemandsland rumtingelt. Curtis Axel ist ja nun auch nicht der Überwrestler, sag ich mal, wo man sagen müsste, da hat eine große Karriere eine große Karriere von Curtis Axel wohl durch seine NXT-Vergangenheit gefährdet. Das glaube ich nicht. Curtis Axel wäre auch kein großer Wrestler im Main-Roster gewesen, wenn er nicht vorher bei NXT gewesen ist. Ich glaube nicht, dass das zwingend kausal ist, dass man bei NXT war und deswegen eine schlechte WWE-Karriere macht. Nö, kausal nicht. Das zeigt dir aber, das neue NXT ist zu Unrecht als Stars-Schmiede gebrandmarkt. Vollkommen zu Unrecht. Bisher hat das eigentliche NXT genau 0 Stars hervorgebracht. Ja, das stimmt. Die White Family. White Family, muss man zugestehen, die White Family. Punkt. Wie gesagt, die Shield waren niemals in dieser Konstellation in NXT. Seth Rollins war bei NXT eher so der jetzige Adrian Neville-Typ, also ein guter Wrestler, der ja, aber jetzt nicht irgendwie in Sachen Promos oder so auf sich aufmerksam machen konnte. Hatte nichts mit dem Seth Rollins bei der Shield zu tun, wirklich überhaupt nichts. Und das hast du halt in der Menge. Du hast Tyler Breeze, ist in der Rolle für mich vorprogrammiert, dass er der zweite Fandango wird, weil das Gimmick ihn viel zu viel festlegt. Adrian Neville läuft Gefahr, der zweite Tyson Kidd zu werden, großartiger Wrestler, aber eben halt leider mit der Ausstrahlung des verwelkten Blumenstraußes. Und Sami Zayn hat einfach, sein Gimmick ist, dass er im Grunde kein Gimmick hat. Ja, stimmt. Und ihm kommt aber zugute, dass er das Talent hat, wirklich mit den Zuschauern gut zu connecten und das bisher überall geschafft hat, aber wirkliche Star-Qualität mit dem Gimmick seines, keine Ahnung, seines Weltenbummlerns oder was auch immer, die wirken halt alle einfach langweilig. Ja. Und so sehr wie ich NXT mag, es ist eine Mischung zwischen abgefahrenen und zwischen abgefahrenen Gimmicks, die so ein bisschen oldschool sind, aber egal jetzt, ob das jetzt Aiden English und Simon Gotch oder Tyler Breeze sind,
Du schaffst in die Show vielleicht damit, du spielst in den Shows eine gute Rolle, aber du bist auf an der maximalen Midcard festgelegt mit diesen Gimmicks. Und der Rest der Leute, die haben Gimmicks, das eigentlich keine Gimmicks sind. Und ich sehe keinen einzigen bei NXT im Moment, der wirklich, wenn man ihn jetzt 1:1, wir hatten das ja schon öfters, 1:1 in die Shows holt, ins Main Roster holt, der dort als Stars durchstarten wird und innerhalb von einem Jahr dann in der Spitze mitspielt. Ich sehe keinen. Nee, da sehe ich jetzt auch keinen, der da sofort durchstarten wird. Aber vielleicht muss man NXT auch nicht als die Kaderschmiede, die potenziellen kommenden Superstars produziert, sehen, sondern vielleicht als eine bessere Indie-Aufbauliga, wo bestimmte Leute eine Chance kriegen, sich da zu beweisen. Und diese Chance von vornherein aber auch nicht die allergrößte ist. Wenn man NXT so sieht und so definiert, dann passt es wieder. Wenn man sie als Kaderschmiede sieht für die potenziellen Superstars der Zukunft, da bin ich völlig bei dir. So funktioniert NXT Ja, nicht. du brauchst aber also die NXT-Show. Ohne den Hintergedanken, dass du Leute ans Main-Roster ranziehen willst, brauchst du die NXT-Show nicht. Ja, das Die soll bringt ja dem auch. Ne Niemand kauft sich für NXT das Network. Nein, natürlich nicht. Es soll ja auch die Option, ins Main Roster zu kommen, soll ja auch da sein, aber sie soll eben nicht so die zwingende Folge sein, wie es bei einer Kaderschmiede eben so ist, weil dafür ist in der Vergangenheit zu vieles schiefgegangen. Und vor allen Dingen, die Leute, die du jetzt geholt hast, Kenta ist über 30. Also das sind ja alles keine 20-jährigen jungen Hüpfer mehr, die da jetzt neu geholt wurden. Wie alt ist Kevin Steen? Ist auch schon Mitte 20, Mitte Ende 20, 30, ne? Ja, genau 30. 30. Und hier unser Ire, sag den Namen nochmal. Prince David, der ist Ja, Prince auch David, der ist auch nicht mehr der. 33. Ja, die sind alle über die 30 rüber, ne? Und insofern glaubt man ja bei NXT offenbar selber nicht mehr dran, dass das die junge aufbauende Kaderschmiede ist, sondern es werden Indie-Stars aus anderen Ligen, anderen Ländern geholt, die sich über NXT klimatisieren und dann den Sprung ins Main-Roster schaffen, weil sie nicht sofort ins Main-Roster ins kalte Wasser geworfen werden. Das ist aber eine ganz andere Ausrichtung von NXT, als sie ursprünglich vielleicht mal angedacht war. Und deswegen muss man bei NXT echt sehen, wie sich diese Liga künftig überhaupt definieren will, ne? Und das kann ich jetzt auch noch nicht voraussagen, aber dass die ursprüngliche Intention, junge Talente fit zu machen, damit mindestens die Hälfte davon den Sprung ins Main-Roster schafft, das ist ja zumindest Stand heute gescheitert. Ja, was heißt gescheitert? Ich glaube, zumindest in den letzten Jahren ist es auch so nicht angedacht. Siehst mal, dass Hunter maximal 3, 4 Leute pro Jahr hochholen will. Ja, Aber du kannst jetzt okay. halt reiten, wie viel von den Leuten, die dort rumtummeln, das überhaupt schaffen werden. Ja, das Also. wird schwer. Das Ja, wird aber schwer. anders ist es ja auch nicht. Es macht ja keinen Sinn, keine Ahnung, jedes Jahr 20 Leute zu holen. Man hat ja auch gesehen, egal hier Emma und Paige, und wenn du die alle nacheinander hochholst, ist das halt absolut nichts Besonderes mehr. Und es ist halt schon ein Problem, dadurch, dass du NXT immer mehr in dieses WWE-Universe eingliederst und die immer wieder zum Thema machst, dass es schwierig wird, die zu etablieren im Main Roster. Du holst die hoch, bei Emma ist ein gutes Beispiel, auch bei Paige, und gehst davon aus, okay, die Fans kennen die schon. Das ist MSD, bla 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 bla, und du lässt dir nichts einfallen und dann wird das halt nichts. Und daran ist es bis jetzt auch immer gescheitert. Ja, das stimmt. Also Emma wurde ja auch gnadenlos. Der erste Auftritt war ja schon quasi die Beerdigung letzten Endes. Wie Als man es richtig macht, hat The Shield gezeigt. Die hatten bei NXT ein Gimmick, wobei Dean Ambrose nie wirklich bei NXT war, also bei den Shows. Er hatte, glaube ich, keinen einzigen Auftritt bei NXT. Du nimmst ihn eine Weile bei NXT raus, gibst ihnen ein komplett neues Gimmick und lässt sie debütieren. Und erwähnst das, was bei NXT gemacht hast, lässt du einfach unter den Tisch fallen. genau. Du musst das niemandem erzählen. Und das ist eigentlich immer. Das war eigentlich immer die Definition einer Entwicklungsliga. Dass du das trennst und man trennt es nicht mehr. Und dann ist eben so ein Auftritt hier bei Raw. Ja, das Einzige, wie du es eben hinkriegen könntest, wo du ja auch gewisse Bedenken aber schon geäußert hast, dass du eine gewisse Zeit ins Land ziehen lässt und dann die unter neuen Namen und neuen Charakteren versuchst rüberzuziehen. Was Wenn man es natürlich bei, macht, bitte ich, ja, ja? was aber bei Tyler Breeze schon ein Riesenproblem ist, wie du sagtest, weil der auf sein Gimmick quasi festgenagelt ist. Da wird's schwer. Und ein zweites The Shield wird auch nicht vom Himmel fallen. Das Nee, ist. klar, aber du kannst ihn andere. Ich meine, Sami Zayn, relativ einfach. Setz ihn eine beschissene Maske auf und hol El Generico zurück. Und ich bin der glücklichste Mensch der Welt, aber ich gehe halt davon aus, dass abgesehen von The Shield, hat man alle mehr oder weniger mit ihrem NXT-Gimmick hochgeholt. Also mehr oder weniger jetzt nicht unbedingt. Bei Page ist es ein bisschen anders, bei Big E war es ein bisschen anders. Aber Nuancen, sage ich mal. Ja. Und tja, na, warten wir es mal ab.
Schwer, hast recht. Ich meine, es ist wirklich schwierig und komplex, das hier zu kritisieren, aber ich habe es halt aus von der Warte gesehen. Aber nun gut, kommen wir zu den Sachen, die man wirklich kritisieren kann. Und ja, dann machen wir weiter. Ja, die dritte Stunde begann mit dem groß angekündigten Segment mit US-Talkshow-Legende Jerry Springer. Ja, diesen Herren haben wir diese ganzen Trash-Drecks-Talkshows zu verdanken, die auch in Deutschland irgendwann mal rübergespielt kamen. Man kann es Legende nennen, man kann es tierische Trash-TV nennen. Stephanie McMahon begann und hat erstmal erwähnt, dass sie ja früher selber gegen ihren Vater gefädet hat und auch ein Match bestritten hat. Ich glaube, es war sogar ein Quit-Match. Ziemlich brutal, ne? Ja, WWE hat halt Geschmack. Ja. Und deshalb weiß, wie das ist, wenn man so einen Streit in der Familie hat. Ich meine, wer weiß das nicht, wenn man McMahon heißt. Und nur Jerry Springer kann das natürlich jetzt noch richten. Und ich fasse das jetzt zusammen. Ja, es war halt wie jede Jerry Springer Show. Wie jede Vormittags-Talkshow, die man kennt. Brie Bella hatte halt ihre Probleme geäußert. Nikki hat ihre Sichtweise geäußert. Dann kamen die Eltern zu Wort. Dann kam der Bruder hinzu. Letztendlich brach ein Brawl aus. Und Jerry Springer ging zu Boden. Und der Bruder ging zu Boden. Und alle gingen zu Boden. Und es war der letzte Trash. Es war ein einziger Autounfall. Es war ungefähr so unterhaltsam wie ein kräftiger Tritt in die Eier. Ganz, 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 ganz großes Trash-TV. Schlimmer als letzte Woche. Mir fällt dazu nichts ein. Ja, Hauptsache am Ende rollen alle Personen auf dem Boden rum. Das ist das Wichtigste. Ja, keep rolling. Also wer auf so einen Scheiß steht, der wird sehr gut unterhalten gewesen sein, weil, wie du es schon sagtest, es war ein originales Abbild einer Folge dieser Nachmittags-Talkshow. Also wer das nicht kennt, man ich, das ist verab. Also ja. Wer es nicht kennt, das funktioniert immer so, dass eben dann mehr oder weniger zwei Leute irgendein Problem haben und sie schlichten wollen und Jerry Springer ist da. Dann kommt irgendwie eine dritte Person und die gehen sich dann an. Meistens sind das entweder so White Trash People, wie es so schön heißt, oder Leute oder Afroamerikaner aus der Unterschicht, die sich dann angehen, weißt du, diese typische Ghetto-Attitüde, sich dann so Bitchfight-mäßig. Und das ist Jerry Springer. Genau. Ganz große Unterhaltung. Assi-TV auf gut Deutsch. Meistens ist es der Ex-Freund oder der langweilige ja, genau. Vater und dann geht's immer hoch her. Und genau das hattest du hier auch. Und wer auf sowas steht, wird sich gefreut haben. Ich glaube, dass es durchaus in Amerika einige WWE-Fans gibt, die auch solche Shows vielleicht konsumieren. Man weiß es nicht. Ich fand's genau wie ja, du entsprechend zum Kotzen. Und wenn's nach mir geht, müssen wir dieses Segment auch gar nicht so ausführlich besprechen, weil es ist eigentlich alles gesagt. Der Herr Springer ist übrigens 70. Respekt. Und jetzt gucke ich gerade. Wann wurde denn eigentlich die Jerry Springer Show eingestellt? Wurde die überhaupt eingestellt? Läuft die vielleicht noch? Ich wollte gerade sagen, guck mal nicht, ob die überhaupt noch läuft. Warte mal, Jerry Springer Show. Weil dafür wird es doch immer noch einen Markt geben. Ja schon, aber ich glaube zumindestens sind die Quoten und so weiter dementsprechend. Also ich habe in den USA gestern einen schönen Kommentar gelesen, man merkt wieder, dass WWE Jahre hinterherhängt. Vielleicht hätte man Jerry Springer mal holen sollen, als Jerry Springer noch irgendwie relevant war. Diese also, Show läuft seit 23,5 Jahren bis heute. Okay. Von 91 bis heute. Vermutlich, also was heißt, der Markt wird noch da sein, aber die Einschaltquoten werden dementsprechend vermutlich mies sein und es wird halt es läuft halt noch, weil es eine Institution ist. Also es wurde impliziert, dass Jerry Springer schon seit vielen Jahren nicht mehr relevant ist für den Mainstream. Aber merkt man ja auch in Deutschland, egal ob da jetzt die Talkshows noch laufen oder nicht, keine Ahnung. Es ist einfach nicht mehr so wie, keine Ahnung, Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends. Nee, das stimmt. Wollen wir noch irgendwelche Worte zu verlängern? Also wie gesagt, wem es gefällt, Glückwunsch. Und ich habe dazu nicht viel zu sagen. Also das sind so die Momente, wobei es wurde dann erst ein bisschen später. Aber hier habe ich mir zum ersten Mal wieder gefragt, warum ich mir das eigentlich jede Woche antue. Warum gucke ich mir das an? Ich bin Wrestling-Fan, warum gucke ich mir diesen Müll an? Ja, aber mal unter uns, war es denn jemals viel besser? In der WWE? Das muss man relativieren. Ich habe nichts gegen Trash-TV.
Früher war das mehr Comedy-like. Okay. Wenn früher Vince McMahon im Krankenhaus lag und Steve Austin kam rein oder war drin als Arzt im Kittel und hat ihn mit so einer Pissenpfanne verprügelt, dann war das Comedy, dann war das wie ein Comic. Ja. Man, das war überspitzt, das war eine Überspitzung des wahren Lebens. Also fast schon, keine Ahnung, eine Art Groteske. Ja. Und heutzutage versucht man irgendwie so eine Mischung zwischen Reality-TV und Wahnerlebnissen und es passt nicht. Es passt nicht. Ich fühle mich bei sowas einfach nur peinlich berührt. Und da, vor allem, dann hast du auch noch das Problem, es ist 3 Stunden. Es bleibt genügend Zeit für so einen Müll. Es ist nicht mal, dass man die Zeit in größtenteils in Matches steckt, sondern du hast immer mehr Füllmaterial, immer mehr solche Comedy-Segmente. Jetzt was Miss Sendo, dann das hier, dann hier kommt gleich noch Rose und Dings. Du hast es im Grunde jede Woche mindestens 3-4 Mal, ob das jetzt El Torito ist oder Hornswoggle, glaube ich jetzt nicht, das sind Sachen, die ich nicht sehen will. Die ich persönlich nicht sehen will. Auch wenn ich Wrestling-Fan bin, weil nur weil ich Wrestling-Fan heißt nicht, dass ich mein Gefühl für einigermaßen geschmackvolle Unterhaltung vollkommen verloren habe im Laufe der Jahre. Nee, Wrestling muss nicht gleich Trash-TV sein. Das ist so. 100 Pro. Und vor allen Dingen, was macht man hier überhaupt? Brie Bella steht gar nicht auf dem Pay-Per-View! Ja, die wird ja trotzdem auftauchen. Was baut man damit auf? Ja, die nächsten Segmente mit Brie und Nikki, mit anderen Talkshow-Moderatoren. Wir hätten dann nächste Woche Oprah Winfrey ein. Ja, das wäre doch mal was. Jetzt muss Oprah ran. Nein, also ich glaube, du hast es ja auf den Punkt gebracht. Das ist Schrott und wer Schrott mag, der wird seine Freude dran haben. Wer Wrestling mag, wird nicht unbedingt seine Freude dran haben. Das würde ich so gar nicht so sagen. Aber Geschmäcker sind verschieden. Ja. Also es gibt, ich hatte jetzt erst jemand gelesen, ich glaube unterm, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, aber unterm Ring of Honor Roundtable hat jemand gefragt, ob es denn bei Ring of Honor auch genügend Entertainment gibt, weil er sich WWE anguckt wegen, größtenteils wegen Entertainment und nicht unbedingt wegen Wrestling. Ja, da habe ich mich sofort gefragt, obwohl das jetzt nicht, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich verstehe das nicht. Wenn ich Wrestling oder wenn ich WWE vor allen Dingen nur wegen Entertainment gucke, oder wenn ich nur Entertainment sehen will und gutes Entertainment sehen will und gute Storylines und gute Plots und gute schauspielerische Leistung und tief in den Charakteren sehen will, um Gottes Willen, wie komme ich denn auf die Idee eines Tages, mir WWE anzugucken? Das verstehe ich nicht. WWE ist eine Soap-Opera. Also letztendlich kannst du dir auch gute Zeiten und schlechte Zeiten angucken. Tiefe hast du da nicht. Sondern das Wrestling rundet das Ganze nur ab. Also das heißt, es macht die Mischung. Aber zu sagen, Wrestling ist mir nicht so wichtig, ich gucke wegen Entertainment, da war ich echt perplex. Du sprichst von Hornswoggle-Fan, der den Roundtable gefragt hat. Also hiermit bist du herzlich von mir gegrüßt und von Jens, glaube ich, auch. Ja, das ist auch nicht böse gemeint, aber ich check das nicht. Ich hab das auch damals gesehen, das klang so ein bisschen böse von Jens, er meint das aber nie so. Und von daher schließe ich mich auch dem an, was Jens gerade gesagt hat. Da habe ich auch nichts hinzuzufügen. Das war eher verwundert gemeint, weil ich es halt von mir kenne, wenn ich jetzt denke, ich will jetzt Entertainment sehen und ich will eine gute Story sehen und ich will gute Charaktere sehen, dann käme mir echt nicht WWE. Es liegt aber halt auch dran, dass ich durchaus ein Film- und Serienfan bin und dass ich das deshalb ein bisschen ansehe. Aber keine Ahnung, hat mich verwundert. Aber egal. Ich finde das auch gar nicht, ich finde das jetzt auch gar nicht, ich will es gar nicht verteufeln oder so, ich meine, jedem das seine. Also ich bewerte das immer nach, wenn ich mir Sachen nicht angucken muss, die ich nicht mag. Das kann jeder gerne gucken, mir ist das vollkommen egal. Also. Geschmäcker sind verschieden. Dann ging es weiter zum 80.000. Mal gefühlt Goldust und Stardust gegen Los Matadores. Dafür schön kurz. Ja, war halt ein 2-minütiges Take-Team-Match. Ein Füller. Es war ja auch nicht mehr so viel Zeit da. Die meiste Zeit ist dann ja auch draufgegangen. Wir überspringen das jetzt einfach. Es gab wirklich, es war wie jedes 2-minütige Füller-Match bei Raw die Wochen zuvor. Weiter ging es mit Tributio für
Boot-Video für die nächste Legende, TV-Legende Joan Rivers, die wohl sehr viel Botox genommen hat, wie ich gerade auf diesem Bild hier sehe. Meine Fresse. Gibt's auch nicht viel zu sagen. Dann kam der nächste Autounfall, dann einminütiges Match oder 1 Minute 20 Match zwischen Adam Rose und Titus O'Neil. Auch das hat man schon gefühlt 80.000 Mal gesehen. Hier lag aber der Hase im Pfeffer, in dem der Hase eingegriffen hat. Der Hase hat Slater einen Superkick verpasst. Und ja, ich meine, Heath Slater ist natürlich normal der Chopper vor dem Herrn, ist alles gut und schön, aber auch das ist wieder, ich will bei sowas schon nicht Fehde schreiben, es ist einfach peinliche Unterhaltung. Für mich ist es einfach nur peinliche Unterhaltung, das kann man bei Saturday Morning Slam bringen und spätestens hier habe ich mich dann tatsächlich gefragt, warum ich mir das, obwohl die Show jetzt gar nicht so schlecht war und Momente hatte und wesentlich besser war als in den letzten beiden Wochen, warum ich mir WWE angucke. In diesen Momenten vergesse ich es echt. Ja, vor allen Dingen, weil es ist erschütternd genug, dass Adam Rose quasi in die Main-Show kommt und dann auch in die dritte Stunde. Vor allen Dingen, also man hat, es wirkt alles so auf Krampf, dass man alles in die Raw-Show packen wollte, von dem sich die Offiziellen offenbar erwarten, dass die Fans deswegen Raw einschalten. Man hatte, wegen Adam Rose und Titus O'Neil? Nein, ich bin doch noch gar nicht fertig. Okay. Man hatte starke Wrestling-Matches und viel Star-Power auch im wrestlerischen Bereich aufgeboten. Das ist wohl der Grund für die WWE-Offiziellen, warum ein großer Teil der Zuschauer sich einschaltet. Und offenbar scheint sie wohl davon auszugehen, dass was sich jetzt nicht so kickt, dass wohl auch genug Leute diese Comedy-Segmente extrem lustig finden. Und deswegen hat man auch Adam Rose gebracht mit dem Hasen und diese extrem lustige Erheiterungssequenz eingebaut, womit man ja auch schon quasi damit rechnen darf, dass auch um den Hasen künftig eine Storyline aufgebaut werden wird, weil irgendwer ist vielleicht unter dem Hasenkostüm zum Vorschein kommt. Es gibt da ja auch schon gewisse Namen, die da kursieren, wer da drunter stecken könnte, ein wiedergenesener und muskulös Also ich glaube, der soll jetzt noch nicht runterstecken, aber wenn er, also jetzt kann er jeder mögliche. Nicht, also, aber irgendwann, wenn er die Maske abnimmt, dann kommt vielleicht Darren Young und wenn das nochmal nicht eine heroische Wiedereinführung ist von unserem homosexuellen Wrestler unter einem rosa Hasenkostüm zum Vorschein zu kommen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schlimm genug, alles zusammen, Also, ich meine, Wrestling muss ja auch ein bisschen dreschig sein. Aber muss es so dreschig sein? Echt jetzt mal. Die WWE ist dafür bekannt, auch Grenzen zu überschreiten. Auch die des Trash. Und übrigens kann ich dir unter Garantie sagen, nein, wegen sowas schaltet niemand ein. Also okay, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es 300 Leute gibt, die ausgerechnet deswegen einschalten. Aber das Problem ist einfach, man sieht das ja an den Viertelstunden-Ratings. Ich meine, ich kenne die jetzt nicht für diese Show. Aber Fakt ist, bei solchen Segmenten und auch bei Matches wie Goldust und Stardust gegen Los Matadores und selbst bei Matches wie gegen Cesaro und Sheamus stehen die Chancen gut, dass du dort bei den Zuschauerzahlen oder bei den Ratings ein minus 0,2 Punkte oder minus 100, 200, 300.000 Zuschauern hast. Und bei sowas, genau wie bei Demon Matches, ist es nicht selten, dass da steht minus 500.000. Soll heißen, selbst wenn nur 1.000 Leute mehr einschalten, weil sie das sehen wollen, die 499.000, die wegschalten, sollten dir mehr Gedanken machen. Das ist so. Oder es ist Verzweiflung, weil sie nichts mehr haben und die Show irgendwie auffüllen müssen. Genau. Und dann ist es natürlich furchtbar schwer, wenn man dann schon ein Match wie Sami Zayn und Adrian Neville gegen Treason Kidman daraus 10 Minuten zu machen statt 4,5 Minuten. Das ist natürlich absolut undenkbar, muss man ja dazu sagen, ne? Oh, du bist aber heute wieder sarkastisch drauf. Ja, wobei man da wieder davon ausgeht, die Leute wollen kein Wrestling sehen. Das ist ja durchaus auch weit verbreitet. Die wollen gar keine so langen Matches sehen. Zumindest nicht zu viele lange Matches, weil dann die Leute da auch wieder wegschalten. Das ist vielleicht auch wirklich so. Das ist auch aber cool. In einminütiges Match zwischen Adam Rhodes und Titus O'Neil will trotzdem keiner sehen. Richtig. Wollen wir es dabei belassen? Ja. Weiter ging es mit dem nächsten Promo-Video von Brock Lesnar. War wie immer gut. War hier größtenteils eine Zusammenfassung. Ein paar Szenen und ein paar Interviewausschnitte waren dabei. Halbte halt das Match gegen John Cena. Das Übliche, aber wieder gut. Also, ja, hab ich auch stimmt, so wieder,
Stimmung bis außen gehelft. Weiter ging es mit Renny Young, die Roman Reigns bei sich hatte. Und Roman Reigns sagte, dass er wohl ein Gegenmittel für die Viper hat. Er hat seine Faust in die Kamera gehalten. Ja, geskriptete Promos. Was gibt's eigentlich für SmackDown? Ist da irgendwas Besonderes angekündigt? Ja, ein Armwrestling-Match zwischen Rusev und McKinney. Yay! Main Event hat man übrigens, glaube ich, aufgegeben. Dafür hat man gar nichts angekündigt. Wäre ja auch mal eine Idee, wenn man... Egal. Das ja, macht man sich über Gedanken. Weiter ging's mit Roman Reigns gegen Randy Orton. Das Ganze endete nach 20... Das ist großartig. Nach 20-minütiges Match, was ich als Wrestling-Fan sehen möchte, nach einem 20-minütigen Match, was eigentlich ein Rubber-Match sein sollte, weil es ist das dritte Match, ein Finish durch DQ. Wenn ich eine Fehde beende... In einem groß angekündigten Match, das 20 Minuten läuft, das ist ja schon ein ordentlicher Main-Event, dann gebe ich diesem Match ein ordentliches Finish. Und es spricht nichts dagegen, nach diesem ordentlichen Finish diesen Beatdown zu bringen. Aber wenn ich diesen Beatdown bringe, dann soll ich doch gleich entweder Roman Reigns besiegen oder Roman Reigns Randy Orton besiegen lassen. Und wenn das durch einen Einroller ist oder irgendwas, obwohl das auch nach 20 Minuten ziemlich beschissen ist, aber besser als DQ. Ja. Naja, auf jeden Fall griffen Kane und Rollins ein, dann wurde der Käfig runtergelassen. Seth Rollins hat sich beinahe gekillt, weil der Fall fast von dem Käfig aufgespießt worden wäre. Das war ordentlich knapp. Ja, guckt euch das mal an, wenn ihr es nicht gesehen habt, da fehlten nur Zentimeter. Ich weiß nicht, ob er es selber realisiert hat, dass das jetzt eng wird, weil er ist ziemlich schnell dann zurückgezuckt, oder? Aber doch, er hat gemerkt, dass ja, jetzt glaub, der Käfig gesehen, kommt. Aber auf jeden Fall, wir hätten bald einen Owen Hart Moment gehabt. Ja, da fehlte nicht viel. Nein, das war sicherlich nicht so geplant. Ja, es gab halt einen ordentlichen Beatdown, der Beatdown aller Beatdowns durch Kane, wo ich immer noch nicht weiß, warum der jede Woche da rumspringt. Das nervt mich wie die Hölle. Randy Orton und Seth Rollins haben halt Roman Reigns kaputt gehauen. Und Roman wird nächste Woche, spätestens übernächste Woche, wieder fit auf der Matte stehen und ein Match bestreiten. Das war okay. Das Match vorher war auch okay. Bisschen lang, weil, ja, weiß nicht, 20 Minuten bei einer Weekly. Aber es war okay, wie gesagt. Ich fand's auch gut. Dass das Finish, da bin ich jetzt im Grunde nach bei dir, sehe es jetzt noch nicht ganz so tragisch, weil du brauchst ja irgendeinen Cliffhanger für die nächste Zeit. Klar, hätte man auch beim Beatdown machen können. Auf diese Weise geht jetzt ordentlich Geschlecht aus der Kiste hervor und für den scheint man ja irgendwie doch noch was vorzuhaben. Er ist, glaube ich, noch nicht auf der Card für Night of Champions, muss da ja irgendwie noch rauf. Und konsequent finde ich es insofern, was man mit Reigns macht, wenn man ihn wirklich, ich weiß, ich habe es jetzt oft genug schon durchgeeiert, Richtung Topstar pushen will, macht es für mich auch irgendwo Sinn, ihn gegen die Authority zu stellen. Und von daher kann ich mit diesem Ausklang von Raw eigentlich auch, kann ich leben. Doch, ist in Ordnung. Aber okay, war es eigentlich, ja? Ich würde aber dabei bleiben, dass genau wie letztes Jahr nach dem SummerSlam das Niveau, abgesehen von der Ausgabe direkt nach dem SummerSlam, steil bergab gefallen ist. Und davon, dass Night of Champions groß aufgebaut werden soll und eine große Nummer ist man ziemlich weit entfernt. Weil die Show war okay. Vor allem okay, weil eben die letzten beiden Wochen absolut katastrophal waren. Ja. Und der Opener war richtig gut. Dann hat es ein paar ordentliche Segmente, also abgesehen davon, dass der Inhalt mir persönlich nicht gefallen hat, war John Cena gegen Paul Heyman Promo nach einigermaßen in Ordnung. Genau wie Rollins gegen Sheamus in Ordnung war. Das NXT-Match, wie gesagt, es gibt immer zwei Sichtweiten, als Match war es auch in Ordnung. Und der Main-Event war in Ordnung. Und ansonsten, und das Lesnar-Video, und ansonsten hattest du aber auch viel, der Rest war wieder Müll. Ja, ja. Fast ausschließlich. Das ist so. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die letzten beiden Shows doch ziemlich scheiße waren und du recht gefasst warst und die Show heute eigentlich etwas besser war und du dich wieder wie in alten Tagen in Rage geredet hast. Ja, so schlimm war es ja gar nicht. Nein. Aber schon emotionaler als die letzten Tage. Ja, irgendwann sollte man ja denken, dass mal irgendwann wieder eine gute Show kommt. Ne, eigentlich, also wirklich eine gute Show. Nicht nur gut, weil die letzten beiden Wochen scheiße waren. Ja, das stimmt. Und hier verstehe ich es halt, bei sowas, ich meine, wenn du von hinten bis vorne eine grottige Show buchst, ich meine, dann ist es von hinten bis vorne eine grottige Show, dann. Aber wenn du hier immer so ein bisschen so gute Sachen hast und dann siehst, im nächsten Segment haben sie dann vollkommen wieder ihren Touch verloren und schreiben eine Scheiße zusammen, dann musst du dich ja auch fragen, Leute, was macht ihr? Warum?
Wie schwer kann das sein, irgendwie, selbst wenn es eine drei, okay, jede Woche eine dreistündige Show ist anstrengend, aber Gott. Ja, vor allem, wenn du jedes Detail ordentlich planen musst und im Skript festhalten musst, wie wir ja gesehen haben. Ne? Das macht es ja auch nicht einfacher. Ja, das ist ja... Aber ich kann da auch dir nur zustimmen. Also ich kann ich jetzt hier auch mal gerne gestehen, ich würde es auch nicht durchhalten, jede Woche Raw mir live anzugucken. Da drehe ich ja durch. Es ist ja schon schwer genug, auf Tele5 teilweise die Zusammenfassung sich anzugucken. Aber es ist, und da wiederholen wir uns jetzt ja wirklich bei jeder Raw Review, man hat immer genug auszusetzen und das ist auch alles immer zurecht, meines Erachtens, was wir da aussetzen. Aber es ist eben Wrestling und da hast du diese Cliffhanger oder diese Hänger zwischen den einzelnen Show-Segmenten immer drin. Und das, es war eine Zeit lang mal richtig gut, fand ich. Kurz vor, kurz nach dem SummerSlam. Aber man ist wirklich in ein Loch zur Zeit wieder gefallen und ich weiß nicht, ob man das bis Night of Champions dann noch die Kurve kriegt. Wenn da wirklich so viel an dem Pay-Per-View dranhängt. Naja. Bis Night of Champions kriegt man überhaupt gar keine Kurve mehr. Da kannst du froh sein, wenn du nächste Woche noch irgendwie was Ordentliches über die Bühne kriegst. Ich bin relativ zuversichtlich, dass zumindest die Lesnar-Cena-Konfiguration ganz gut wird, aber ich wüsste nicht, wie ihr das retten kannst. Das Problem ist einfach, für mich persönlich auch, ist so ein bisschen Doomsday. Anfang des Jahres geht's CM Punk, dann verletzt sich Daniel Bryan, jetzt ist Dean Ambrose aus, so langsam gehen mir die Wrestler aus, wegen denen ich einschalte. Ja, das stimmt. Bray Wyatt killt man so ein bisschen nach und nach, okay, Seth Rollins ist okay, ich hab auch nichts gegen Bray Wyatt, Jericho ist jetzt auch wieder weg, aber, Ja. Ambrose, ne? AJ und Paige ist okay. Ich meine, wenn die Leute zurückkommen, Brian und Ambrose und so weiter und vielleicht doch mal Zayn oder irgendjemand ins Main-Roster kommt, ja, fein. Aber im Moment ist wieder so ein Punkt angelangt, wo man gefühlt alles gesehen hat, wo sich nichts Neues ergibt. Ja. Und wo so ein bisschen der letzte Kitzel irgendwie absolut nicht da ist. Und die Matches, die wirklich... Du hast immer Matches, die wirklich gut sind, aber das ist halt wirklich das Problem. In 3 Stunden oder 2,5 Stunden Raw, wenn es da nur ein gutes Match und ein gutes Segment gibt, Lesnar ist noch so jemand, wenn ich den definitiv einschalte, aber ist das zu wenig für 3 Stunden? Also für mich. Ja, für also, mich auch. Man hat den Eindruck, man schleppt sich von Pay-Per-View zu Pay-Per-View, macht die Weeklies in der Zwischenzeit irgendwie voll, versucht irgendwelche Storylines mal anzufangen, mal im Sande verlaufen zu lassen, mal sich überschneidend auch zu bucken. Das Konzept ist nicht zu sehen. Es fehlt auch frisches Blut. Durch die Verletzung von Brian ist das in der Tat noch verschärft worden. Man muss mal gucken, was passiert, wenn Kenta, Steen und Stewart hochkommen. Aber und sagen, was tut. Ich krieg Bauchschmerzen, wenn ich dran denke, Kevin Steen in dieser Show. Ich krieg Bauchschmerzen. Warum? Weil der nicht da reinpasst. Okay, das kannst du über Dean Ambrose auch sagen, aber bei Dean Ambrose funktioniert es auch nur wegen The Shield und wegen der Fehde gegen Seth Rollins durch diesen Aufbau. Aber wenn ihr dir hier so die Midcard anguckst, Dolph Ziggler und auch Sheamus und Cesaro, ich krieg da Bauchschmerzen. Weil das sind Leute für, wenn man es übertragen will, für Erwachsenen-TV. Mhm. Und die in eine Sendung zu schreiben, wo du dir denkst, die wurde von Kindern für Kinder gemacht, weil ich kann manchmal nicht glauben, dass den Müll hier Erwachsene schreiben, ist gruselig. Und man muss noch jetzt, ich bin ein zufriedener Mensch, wenn man bei 3 Stunden Raw oder bei 2,5 Stunden Raw, wenn man es hinbekommt, dass 50% der Sendung gut sind, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Ja. Aber davon ist man, weil mehr kannst du nicht erwarten. Du kannst keine 2,5 Stunden erwarten, du hast immer Füllung Material. Du hast immer Highlights wie in die Raw-Ausgabe nach Mania und so, aber mit 50% bin ich gut zufrieden und wenn man hier ehrlich ist, ja, gut, ja, sagen wir mal 25%. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Du hattest viel Durchschnitt mit dabei, aber Durchschnitt band mich jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Aber viel Schrott eben, ne? Wir hoffen einfach mal, dass es nächste Woche besser wird. Also ich glaube, ich weiß nicht, was sie bei Tele5 rausschneiden, aber ich glaube tatsächlich, Tele5 ist und auch Maxdome ist die bessere Alternative, weil 1,5 Stunden knapp ist, glaube ich, wesentlich einfacher zu ertragen, weil du hast den... Okay, das muss man relativieren. Wenn du jetzt großer Fan von Goldust und Stardust bist und die schneiden Goldust und Stardust raus, ist ziemlich scheiße. Aber dadurch, dass in diesen bisschen mehr als 2 Minuten nichts bewirkt würde, hätte ich kein Problem, hätte ich das niemals sehen müssen. Also, dir fehlt einfach nichts in der Show.
Also es ist in der Tat so, dass wenn du auf Tele 5 die RAW-Ausgabe in komprimierter Form hast, hast du eben vieles, was in der Originalausgabe für Längen sorgt, eben nicht mehr dabei. Und es ist dann auch in der Tat angenehmer zu gucken, als wenn du es im Original siehst. Das stimmt schon, ja. Gleichwohl. Was würdest du geben, der Show? Moment, tue ich mich schwer, Ja, die ich auch. Shows zu bewerten. Also letzte Woche waren 0 Punkte. Ich habe schon für wesentlich bessere Shows gerade mal 5 Punkte gegeben. Also ich sag Ja, da hänge ich auch. Irgendwo zwischen 4 und 5 hänge ich. Eher 4. ja, okay. Also ich tendiere eher zu 3, aber ich sag mal 4 Punkte. Ja, das erste Vier, Match war stark. ein Gnadenpunkt dafür, dass die letzten beiden Shows so grottig waren. Deshalb, dass es diese Woche deshalb wesentlich besser schien. Deshalb sage ich mal 4 Punkte statt 3. Aber es ist noch weit Luft nach oben und ich hoffe einfach nächste Woche, wenn Lesnar wieder da ist, wird das wieder was. Und ich hoffe inständig, dass Dean Ambrose bei Night of Champions zurückkommt. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. So sieht's aus. Wen wollen wir heute grüßen? Ich guck mal. Keine Ahnung, gibt's jemand zu Wen? grüßen? Ich muss mal kurz schauen. Nee, ich hab irgendwie, ich guck mal gerade. Ich grüße Cesaro, weil er sich so schön um unseren WI Song Contest kümmert und bei der WFE gegen meinen Charakter verloren hat. Da muss ich ihn so ein bisschen beruhigen. So, wen haben wir sonst? Crestfallen kann man immer grüßen, die immer sehr aktiv auf dem Board ist. Vor allen Dingen Total Divas ganz nach oben hieft zurzeit. Ja. Na, dann mache ich auch einfach mal, ich gehe halt einfach mal durch. Ich grüße mal The Best in the World. Und ich grüße einfach mal Rampage und Awesome und ja, alle, die sich gegrüßt werden von. Ich glaube, Anna hatte ich letzte Woche schon. Wen hat man denn noch, die relativ viel schreiben? Ich merke mir den Namen auch immer so schlecht. Ich grüße mal kurz Travis, weil ich mich heute als japanischer Bewanderter gezeigt hatte. Da hat er mich eben schon zurechtgewiesen. Warum? Weil wir haben heute bei uns hat CM Punk Best in the World. Den grüße ich hiermit auch mal ausdrücklich. Hat über Genau. NOAH heute die Noah, Shine darf man es nennen? Noah, wie auch immer, Ja. Shiny Navigation 2014 gebracht und ich habe gesagt, Mensch, ich kannte von denen ja gar keinen. Und da hat Travis mich zurechtgewiesen. Was? Ich kenne nicht mal Takeshi Morishima, der Daniel Bryans Auge kaputt getreten hat. Und ich musste gestehen, ich kannte ihn nicht. Ja, den darf man noch kennen. Müssen ist relativ, weil ich glaube, Noah, spätestens seitdem Kenta weg ist, ist Noah jetzt nicht mehr unbedingt relevant, aber ich glaube, man kann schon vorher sagen, seitdem Kenta Kobashi, also der andere Kenta, der alte Kenta weg ist glaube nicht mehr so wirklich das gleiche. Ja. Gut, haben wir auch alle gegrüßt, wa? Die uns eingefallen Ja, sind. nee, es gibt noch viele andere. Fühlt euch alle gegrüßt, aber wir können ja nicht alle auf einmal grüßen. Ein bisschen Genau, aufheben und wir so. holen das nach die nächsten Male. Genau. So machen wir das. Sind wir durch, oder? Wir sind durch. Gut. Dann freuen wir uns einfach darauf, dass nächste Woche wird Raw bestimmt wieder richtig gut. Ganz sicher. Weil, man muss immer nur fest dran glauben, positives Denken soll ja was bewirken manchmal. Dann drücken wir die Daumen. Ja, eben. Gut, dann tschüss, würde ich mal Ja, sagen. tschüss, tschüss. Tschüss.